Willkommen zu meinem Let's Show zu Uncharted 4, A Thief's End. Aus der Uncharted Collection, die Anfang 2022 erschienen ist, leider am selben Tag oder sehr nah an Pokémon-Legenden Arceus, weshalb ich es nicht sofort featuren konnte. Aber jetzt habe ich Zeit gefunden und möchte einmal mit euch in dieses großartige Spiel reinschauen, das ich schon zu Release auf der PS4 komplett durchgespielt habe. Erstmals nämlich erschienen am 10. Mai 2016. Das ist schon wieder so lange her, oh mein Gott. Und der Abschluss der großen Uncharted-Reihe, zumindest die Main Series. Wer davon noch nichts gehört hat, erstmal, wo lebst du? Und zweitens, ist eine große Reihe von Naughty Dog, einem legendären Entwickler, die viele tolle Spiele gemacht haben. Auch ein sehr diskutables, aber spielt jetzt keine Rolle hier. Uncharted 4 ist auf jeden Fall großartig, hat die 93% Wertungsdurchschnitt komplett verdient. In diesem Action-Adventure spielen wir einen Abenteurer, einen Dieb, einen Schatzsucher, Nathan Drake sein Name. Und er ist auf der Suche nach Henry Averys Schatz. Das Ganze ist total geil erzählt. Und viel zu lang. Weshalb wir nur in einige Spielsequenzen reinschauen werden, hier auf der PS5. Diese Collection hat nämlich ein Upgrade bekommen. 4K-Auflösung mit 30 Frames, gibt aber auch einen Leistungsmodus. Ich werde halt einfach um die Vorteile dieser Edition vorzustellen, den 4K-Modus spielen. Ich glaube, der wurde sogar mittlerweile auch nochmal ein bisschen verbessert, weil zu Release fand ich schon, dass die Bildrate richtig gestruggelt hat. Ich habe es vorhin nochmal kurz angespielt und da fand ich es eigentlich ganz in Ordnung. Deshalb passt das für mich so und ich hoffe für euch auch. Los geht's! Erstmal ganz von vorne mit Kapitel 1 und später schauen wir dann noch in ein paar andere hinein, die ich als sehr schön empfand und die ich sehr gerne auf der PS5 in 4K sehen möchte. Ja, wählen wir doch gleich mal hier aus. Direkt neues Spiel, damit wir von vorne starten können. Wie gesagt, ich habe es schon mal komplett durchgespielt. Zu langes Game. Ja, ich glaube, es hat Spielzeit von 20 Stunden oder so. Bin nicht sicher, aber es gibt über 20 Kapitel. Ist wirklich sehr umfangreich. Und wer das noch nicht gespielt hat, in der Collection ist auch das Spin-Off? Doch, ich glaube, es gilt als Spin-Off. Dabei, welches sich nennt... ja moin. Gerade vergessen. Uncharted Lost Legacy, glaube ich, war der Name. Da spielt man nicht ihn, sondern jemand anderes. Da gucken wir vielleicht auch noch rein, aber heute soll es nur um Uncharted 4 gehen. Let's go. Mittlerer Schwierigkeitsgrad reicht. Automatisches Zielen? Nee, Digga. Bin zwar am PC besser mit dem Schießen, aber das lassen wir mal. Ne? Das lassen wir mal. Ab geht's. So beginnt das Spiel. Mit Speicherdaten auswählen. Ja, in Ordnung. Machen wir mal. Am besten neue. Möchte hier meinen alten Spielstand nicht überschreiben. Ihr könnt nämlich euren PS4-Spielstand auf die PS5 übertragen. Beste. ...16 Stunden geht's. Ja, ist schon stabil. I'm a man of fortune and I must seek my fortune. Henry Avery, 1694. Mist. Ja, das ist echt nicht gut. Nee. Festhalten! Ich weiß. Dann gib Gas! Sam, ich fahr schon so schnell ich kann! Scheiße! Oh boy! Halte Kurs auf die Insel! Ich halte sie auf! Und allein bei dieser Intro-Sequenz muss man bedenken, auf der PS4 war das einfach nur geisteskrank geil! Ihre Boote sind kleiner! Rammen sie! Appel!
Sieht heute noch stark aus, aber auf PS4 war das ein richtig krasser Wow-Effekt. Das Game ist richtig geil, ja, aber wirklich ein Top-Titel für PS4. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war der Endkampf. Ansonsten top in jeder Hinsicht. Großes Boot! Großes Boot! Oh, Scheiße! Hui! Fahr weiter zur Insel! Sie dürfen nicht vor dich fahren! Meiner Meinung nach besser als Last of Us. Für mich nicht. Aber die Meinung ist auch vollkommen okay. Auf alle Fälle ist es ein großartiges Game. Es ist halt nochmal viel actionlastiger. Sehr viel mehr. Last of Us hat mehr Zwischenmenschliches und Horror-Elemente. Oh, schnell runter da. Boah, Alter, weich aus, Mann. Wenn ich mich recht erinnere, dann ist der Anfang des Spiels eine Szene, die dann im chronologischen Verlauf eher in der Mitte anzusiedeln ist. Hey! Okay! Bin okay! Also wir erfahren noch, wie er dahin gekommen ist. Und was hier abgeht. Ich kümmere mich drum. Gib mir Deckung. Oh mein Gott. Mal schauen, ob ich direkt hier im Intro down gehe. Ja, wahrscheinlich schon. Richtig krass am Schielen, Alter. Okay, Headshot immerhin. Kann ich hier vom Fenster ausschießen? Oh, wie cool das Wasser da an dem Fenster abprallt. Oder abperlt. Oh, es geht aber nicht kaputt. Das ist ein bisschen schade. Stabil. Heilige Scheiße. Das kannst du laut sagen, Digga. Oh, am Anfang war ich sau schlecht, hab nichts getroffen, aber dann wurde es besser. Yay, nächster Headshot. Ich hoffe, der Sound passt so. Ist in einem Action-Game immer schwierig während dem Streamen. Deine Bruder ist kurz zu McDonald's gefahren, oder was? Gib sie ihm an. Nachladen. Alright. Ich hab's. Funktioniert. Liebe so Actionspiele wie Uncharted 4. Ja, das hat auch einen sehr, sehr guten Ausgleich zwischen Ballerei, Erkundung. Fahr direkt zur Insel! Story und Rätsel Secrets Elemente. Halt sie uns verbleib! Ich gebe schon mein Bestes! Jetzt bloß nicht einen auf Titanic machen. Digga! Ich sagte nicht auf Titanic machen, aber man sieht auch nichts. Das war knapp. Scheiße! Yo! Ja, das ist die Szene. Die ist dann ungefähr in der Mitte des Spiels. Nathan. Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Es ging nicht nur um das Buch. Um ein Mädchen, Kapi. Worum denn dann?
Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche, du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Sam. Das ist sein Bruder. Und ich glaube, man hat jetzt hier auch erstmals erfahren, wie er überhaupt aufgewachsen ist. Ich habe die ersten drei Teile nur angespielt. Ich muss sagen, die haben mich nicht so gecatcht. Nur den vierten Teil habe ich komplett durchgespielt. Passender Moment, um einmal die Frage aus dem Chat aufzugreifen. Was ist besser, Tomb Raider oder Uncharted? Die werden immer sehr miteinander verglichen. Es bietet sich auch an. Weil, ja doch, man kann schon sagen, dass die neueren Tomb Raider-Teile sich schon stark an Uncharted orientiert haben. Ich persönlich finde Tomb Raider besser. Hoch und rüber. Aber Uncharted 4 ist das beste Spiel dieser Sorte Game. Also die drei Tomb Raider Games gefallen mir overall besser als das Uncharted Franchise an sich, aber der vierte Teil ist das beste Game dieser Art. Und besser als die Tomb Raider Teile insgesamt. Aber 1, 2 und 3, wie gesagt, hat mich nicht so gecatcht. Da gab es ja auch mal so eine Remaster Collection für PS4. Ja, am Anfang noch viel Klettern. Später auch ab und zu. Aber ja, wie gesagt, das Spiel besteht ja nicht nur aus Ballerei, sondern auch aus viel Erkundung. Grafik ist toll. Jetzt in 4K sowieso. Okay, still und leise. Stimmen teilweise etwas leise. Ja, ich kann mal, wenn es nicht geballert wird, noch ein bisschen lauter machen, das ist kein Ding. Immer schön hin und her switchen. Guck mich ein bisschen um, aber wir werden jetzt keine Dokumente lesen oder so, weil wir ja später ohnehin in andere Kapitel springen. Aber ich finde, der Anfang des Spiels ist noch ein bisschen zäh. Und nicht ganz so interessant. Ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzugeben. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede morgen mit ihm. Okay? Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Also offenbar aufgewachsen in einem Heim, einem katholischen Heim. Belastend. Prinzess Alina, danke für deine Ehrenmitgliedschaft. Schnell raus hier. Kann ich auf jeden Fall verstehen, dass er da keinen Bock drauf hat. Verdammt. Wow, meine Akte. Kann man mal einblenden, aber wie gesagt, wir wollen den Anfang des Spiels einfach mal sehen. Und dann springen wir, würde ich mal sagen, in ein Gefecht und danach geht es auch schon auf die Insel. Die Insel ist top. Oh, warte, sie darf mich nicht sehen, ne? Wäre, glaube ich, ganz gut, während ich versuche auszubrechen. Oh, lol. Nathan. Direkt gefailt, ja moin. Das gibt Ärger, junger Mann. Ey, wollte ich natürlich nur zeigen, dass das auch schief gehen kann. Versteht sich von selbst, ja. Oh, raucht die? Darf sie das überhaupt? Bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Meint ihr, ich komme da jetzt raus, obwohl sie daneben steht?
Ah. Mist. Die darf also nicht rauchen. Ich habe die Schlüssel wieder vergessen. Könnten Sie mir aufmachen? Ich komme, Vater. Jui. Warum jetzt erst Uncharted? Habe ich am Anfang erklärt. Der Release war ungünstig. Komm schon. Nathan! Oh Mann. Gleich der zweite dumme Tod. Aber ich weiß nicht warum. Ich wollte nur hier runter, wo er jetzt gerade draufhängt. Deswegen habe ich nochmal Kreis gedrückt. Ja, klettern liegt mir offensichtlich nicht mehr. Schade. Beste Leben. Warte, schaffst du den Sprung? Allmählich habe ich mein Vertrauen in dich verloren. Gut. Dankeschön. Soultaker, vielen Dank für 5 Münzen. Cool, hab die Teile auch gerade nach und nach gespielt. Bin derzeit bei Teil 2 am Ende. Viel Spaß dabei, wird dir gefallen. Wie gesagt, ich kenne das Spiel. Komplett durchgespielt. Ist super, ja. Als Let's Play kam es halt nie, weil ich nicht damit rechne, dass es auf großes Interesse stößt. So wie wahrscheinlich auch der Stream heute nicht. Ist halt kein Let's Play taugliches Spiel, sag ich mal. Zumindest nicht für meinen Kanal. Eher für Streams gedacht. Sam? Was ist das denn? Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Was ist draus? Wie war das mit dem Ärger noch? Ja, das ist deine Ausnahme. Aha. Guter Sprung. Komm, hier, gib mir die Hand. Warum dann? Bist du leicht. Hat die Schwester genug zur Futter? Warum dann immer Tomb Raider Let's Play? Kam auch nicht gut an. Wo sind alle hin? So, Bibeltreffen. Hier erinnere ich mich. Der erste war ganz okay noch. Zweite und dritte Teil nicht mehr, hast du recht. Aber ich habe halt schon angefangen. Und wollte die Trilogie dann beenden. Wie geht es, Pater Duffy? Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee, keine Lust auf Schuldgefühle. Der Bruder ist sympathisch auf jeden Fall. Ob er wirklich so ein schlechter Kerl ist, wie es ihm vermittelt wurde, dem lieben Nathan. Hier lang. Auf jeden Fall finde ich das ziemlich krass, was die katholischen Menschen so über seine Familie erzählen. Ich habe in allen Teilen Platin. Verdammt. Krasser Suchti. Doch schon. Das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Boah. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Digga, wie alt ist der? 16? Und der hat sowas schon drauf. Hier, komm schon. Du bist dran. Komm mir vor wie ein Dulli. Ja.
Aber ich habe auch einfach keine kriminelle Ader. Daran liegt's vielleicht. Mag die Stimme von Sam. Mhm. Und vor allem was später. Hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Crystal? Mal ja, mal nein. Aktuell ja, nein. Freunde plus. Ist eh entspannter, ne? Okay. Ohne Mumm kein Ruhm. Sieht schon wirklich cool aus. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Sicher? Hab dich. Siehst du? Kein Problem. Ja. Echt kein Ding. Bleib bei mir. Fand das zwischendurch ein bisschen langweilig, wenn man erkunden muss. Ein bisschen hätte man es kürzen können, bin ich auch der Meinung, wenn ich mich so zurückerinnere. Aber es gibt halt zwischendurch immer so kleine Rätsel und Secrets zu finden. Voll. Aber ich stimme dir zu. Direkt hinter dir. Manchmal. Hey, da kommt ein Sprung. Okay. Ich hatte da auch so den Eindruck, die wollen jetzt unbedingt eine bestimmte durchschnittliche Spielzeit erreichen. Okay. Stellenweise war es auf Krampf. Schön vorsichtig. Aber weil die Grafik so geil war, hat es mich nicht so gestört. Ich glaube ja. Hey, Respekt, mein Freund. Bereit, Tarzan? Ja. Okay, weiter. Let's go. Du kannst das! Ohne weiteren Tod! Okay, aber was bringt mir das jetzt? Lol. Er hat es nicht mal geschafft, da komplett raufzuspringen. Wir schon. Uncharted-Film gesehen? Noch nicht? Nee. Möchte mir den auf Blu-ray anschauen in 4K. Gibt's aber, glaube ich, noch nicht zu kaufen. Den Turm hoch, los. Wobei ich mir auch sicher bin, das wird's bald bei irgendeinem Streaming-Anbieter geben. Das reicht mir dann eigentlich auch. Dann muss ich dafür keine 25 so, kann Euro ich nicht springen. Okay, ausgeben. Um die Ecke. Irgendwann werde ich ihn aber definitiv sehen. Schöner Ausblick, was? Ja. Oh ja. Nicht schlecht. Komm verrückt, die Boys. Du meinst auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Mehr oder weniger. Zeigt sich aber auch schon sein Potenzial. Und er wird halt auf diese, ja, Diebesschiene von seinem Bruder geführt. Schau mir zu. Dran. Ja, aber auf jeden Fall nicht nachmachen. Du schaffst das, Nate. Der Film knüpft an den vierten Teil an. Okay, mach nur. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Ich dachte, der wäre lose. Oh Mist! Komm! Digga, ich dachte gerade, nächster Tod. Geschafft. Ja, natürlich. Blu-ray ab Anfang August. Ah ja. Hier, folge mir. Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran. Oha. Echt? Ja, echt. Ich folge dir dann. Also... würde mir ja nicht trauen in der Situation. So geht das, Nate. Ein Fehler und wir sterben beide. Okay. Dann mal los. Woo! Boah, geisteskrank. Auch wenn es bestimmt Spaß macht.
Okay. Die nächste tolle Idee. Okay. Nach dir. Ja, und wohin, wenn ich fragen darf? Hier runter? Jetzt runter. Ah, danke. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Hm? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes, aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt, ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren draußen... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Merkt euch das mal. Tja, weißt du, in Scheißsituationen kann das helfen. Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Tja, jetzt ist er im Knast. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, eh? Da muss schon etwas mehr kommen, mein Freund. Acabemos con esto. Na los. Aber ich glaube, das ist schon das zweite Kapitel, oder? Chingada, este gringo sabe pelear, eh? Una paliza! Naja, den kloppt man noch, würde ich sagen. Die Animationen sind ach so gut einfach. Für 2016. Oh, der weicht aber stabil aus, du. Ah, ihr dreckigen Arschlöcher. Unfair. Du willst es so. Jetzt hab ich dich. Digga! Toma esto, pendejo! Oh, fuck! Kann man den Kampf überhaupt gewinnen? Esto es por meterte con nosotros. Oh. Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. Dale. Komm schon, amigo. Oh, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Dale una paliza, amigo. Sehr nice. Ja, hinter die Zuschauer verstecken, du feiges Schwein. Ey, ich würde den packen und in diese Schlammpfütze da drücken. Ja, so ungefähr. Nur andersrum.
¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Lass mich los! ¡Derrotense, gringo! ¡Ya basta! Ich glaube, sein Leben ist ein bisschen schief gegangen. Was zum Teufel? Basta, Idiotas! Suéltenme! Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Voy a matar, gringo, come mierda! Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Das spielt sogar noch Vorteil 1. Ja, ja. Hat dich jetzt auch so im Kopf. Also, macht auch nur so Sinn. Abre. Ja, komm. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ha? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Oh. Werde ich haben. Gracias. Ist so böse. Dagegen ist deutsche Gefängnis Luxushotel. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey, schon gut. Langsam. Ah ja, okay. Ab hier ist es dann offiziell das zweite Kapitel. Ist vielleicht ein schöner Cliffhanger. Denn wir werden an dieser Stelle erstmal abbrechen. Wie gesagt, das macht keinen Sinn, das ganze Spiel jetzt von Anfang an zu streamen, weil in den ersten 3 Stunden finde ich persönlich es nicht so wirklich zeigenswert. Also es geht erst langsam los, kommt ins Rollen. Es wäre besser, wenn wir uns einfach ein paar schöne Schlüsselszenen reinziehen auf PS5 und deswegen geht's zurück ins Menü. Und wir gehen rein in eine Schießerei. Eine schöne Schießerei. Ab dem, was stand da, 17.? Ich hab's vorhin im Chat gesehen, aber während Sequenz kann ich nicht dazwischen reden. Ah ne, ab dem 14. Juli angeblich auf Amazon Prime in 4K verfügbar. Es hört sich ja fast schon ein bisschen zu schön an, um wahr zu sein. Aber werde ich mal im Auge behalten. Wäre sehr cool, wenn dann der Film da verfügbar wäre. Okay, Kampfauswahl. Ich habe mir gedacht, wir nehmen den Ballsaal. Generell ist dieses ganze Kapitel... Oh, stimmt. Oder wollen wir das ganze Kapitel spielen? Das müsste dann Kapitel 6 und 7 sein. Ich glaube, das wäre auch geil. Einmal ein Dieb. Machen wir jetzt einfach mal. Da kommt zwar auch erstmal ein bisschen viel Gelaber. Und Kletterei. Aber diese beiden Kapitel in Kombination sind schon echt nice. Ich glaube, das gäbe einen coolen weiteren Einblick ins Spiel. Machen wir es einfach mal. LP Vision, danke für 5 Münzen. Vorgestern dachte ich noch, er sollte das mal spielen, jetzt macht das. Ist jetzt Jahre später natürlich, ne? Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtige Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Na, es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam. Er kennt die Veranstalter der Auktion.
Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan, wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelingt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, 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 hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt komm schon, du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er... Siehst du? Vertrauen. Hey. Versuch, den Smoking sauber zu halten. Schon klar. Ah, geil. Einmal ein Dieb. Jo, wir versuchen uns jetzt hier in dieses hübsche Häuschen oder Hotel. Ist es, glaube ich, eher... Nee, ist ein Schloss, ne? Stimmt, ist ein Schloss. Einzuschleusen. Vielleicht können wir uns auch den einen oder anderen schönen Wagen mal leihen. Und wir erhalten Hilfe. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher... War das der Typ, den man im Knast kennengelernt hat? Ja, oder? Ich glaub's nicht, dass ich draußen bin. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir. In Italien. Also nicht er, das ist Sam. Ja, der andere. Auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja, naja. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh. Bist also nicht zum ersten Mal hier? Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan? Ja. Okay. Sieht so geil aus. Also in 4K lohnt sich das. Und die Bildrate hat sich definitiv verbessert. Also zu Release, 28.01. war das, glaube ich, diesen Jahres, war das noch nicht schön. Also da musste ich auf Leistungsmodus spielen. Das ging gar nicht klar. Aber momentan updatet PlayStation ziemlich viele ihrer Titel mit so einem 40-Hertz-Modus. Oder 40 FPS. Und das ist schon... Das ist sehr gut. Auf die Brücke kommen wir nicht rauf. Eine echte Alternative zum Leistungsmode. Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme? Pass auf. Ich pass auf. Ich, daneben. Also auf das Handgelenk kommt es an. Ha, gesehen? Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. Amazon hat die Filme immer früher. 2 Wochen früher. Und stellst dann in den verschiedenen Qualitätsstufen rein. 12, 16 und 22 Euro. Ach so. Ja, nee, dann habe ich das aber anders verstanden. Ich dachte, es wäre in Amazon Prime, also Prime Video, kostenlos dabei. Dieser digitale Verkauf, der juckt mich nicht. Also wenn, dann Blu-ray direkt kaufen, physisch. Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Und jetzt du. Hoffentlich schaffen wir das Einschleusen ohne weitere Tode. Wie sage ich denn, dass ich runter will? Mit Kreis war es ja offensichtlich falsch. Oder hat das Spiel das einfach vorhin missinterpretiert? Ich komme anders nicht runter. Ja, jetzt funktioniert's. Ach so, aber vorhin stirbt er. Ja, moin. Alles klar. Prinzess Alina, danke für die 9 Monate. Als Mitglied. Und Poke Suso, 2 Münzen. Schau dich mit meinem Bruder, seit ich 8 bin. Danke. Danke dir fürs Dabeisein und Donaten von 2 Coins. Ehre. Hey, wir können uns von dem Balken da schwingen. Bestimmt. Tauschen wir die Plätze? Okay, kletter über mich. Ich hab guten Halt. Okay. Ernsthaft? Hey, wie soll ich denn das machen? Ja, natürlich. Okay, auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut, niemand mag Angeber.
Was sind das für Dudes? Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Oh mein Gott, Bro. Wie findest du, dass Tom Holland die Rolle übernommen hat? Gar nicht mal so verkehrt eigentlich. Bin jetzt nicht so ein mega Fan von ihm, aber ich finde, das passt optisch auch ganz gut. Okay. Wie er die Rolle gespielt hat, weiß ich natürlich noch nicht. Aber auf den ersten Blick keine Fehlbesetzung. Soll ich jetzt springen? Alter. Wahnsinn. Es ist schon manchmal halbe Assassin's Creed. Das hat mich, wie gesagt, auch ein bisschen gestört. Deswegen verstehe ich es, dass manche geschrieben haben, ab und zu kam es mir etwas gestreckt vor. Als ich es gespielt habe, fand ich es auch ab und zu ein bisschen zu lang. Aber es ist und bleibt ein Top-Game und hier bin ich offensichtlich falsch. Bro, du sollst da schwingen. Nee, andere Seite. Egal. Ja, so. Nein, du sollst... Wo ist dein Problem? Du sollst einfach schwingen. Ach, warte, gedrückt halten. Ja, gut. Okay, ich habe immer oben, unten, oben, unten. Macht halt mehr Sinn aus meiner Sicht. Aber gut. Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene lista. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra, traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, wir können. Un Zitronenbaum. Wie schön. Noch mehr? Bella Italia! Wobei, ich weiß gar nicht, ist das in Italien? Zumindest haben die, glaube ich, Italienisch gesprochen. So viele Jahre. Die kleinen Dinge vermisst man am meisten. Man bereist halt schon einige Orte in dem Spiel, das ist sehr cool. Der Duft von Zitronenbäumen. Motorradfahren? Kleine Dinge, aber zusammen? Ja, so kann man leben, oder? Das Haus ist ganz in Ordnung, glaube ich. Was, letzter Preis? Müsste halten. Warte, was hat er vor? Oh ja. When life gives you lemons. Nein. Hä? Warum? War das noch zu hoch? Ja gut, hey komm. Da haben die doch schon Schlimmeres überstanden, also mal ehrlich du. Unrealistisch. Ach, er will oben rauf, glaube ich. Okay, komm runter. Bild. Das Lampen ist schmerzhafter, als ich in Erinnerung. Ja, wem sagst du das? Und die Dialoge auch immer sehr unterhaltsam. Fantastischen Funde, die ich verpasst habe. Hast du wenigstens Fotos? Ja, mal tatsächlich schon diese ganzen etwas ruhigeren Passagen gut überbrückt. Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Oh, wie ärgerlich. Ich habe Zeichnungen. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnungen? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kann's kaum erwarten. Du
Wenn man mal eine Zeit lang nicht weiterkommt, gibt's auch die Möglichkeit, sich Tipps einblenden zu lassen. Das hat mir ab und zu geholfen. Weil dadurch, dass es so verdammt realistisch aussieht, auch heute noch, finde ich, findest du dich manchmal gar nicht zurecht und weißt nicht, wo du lang sollst. Sind die Tomb Raider-Teile zu empfehlen, da du gesagt hast, dass du diese besser findest als Uncharted, bräuchte was nach den Teilen und habe diese zu Hause. Ich denke mal, die meisten werden nicht meiner Meinung sein, weil ich glaube, die generell, also deutlich mehr Leute finden Uncharted besser, habe ich so den Eindruck. Aber wenn du die alles schon gespielt hast, dann go for it. Ich würde bei Tomb Raider aber etwas weniger erwarten. Ich finde nach wie vor den ersten Teil am besten. Der zweite ist okay. Also Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider hat eine sehr, sehr gute erste Hälfte. Das sieht doch gut aus. Du meinst wohl eher gefährlich. Die auch mit Teil 1 mithalten kann. Die zweite ist dann... ja. Geht so. Mist! Alles klar da oben? Ja. Ja, geht schon. Ey, dagegen ist Assassin's Creed nix. Ah, das sieht so insane gut aus. Das freut mich richtig, dass der 4K-Modus mittlerweile spielbar ist. Bro, und jetzt? Schwingen wir wieder Lasso? Ah ja. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. Vor allem die Tomb Raider-Teile gibt es eigentlich auch alle ziemlich günstig. Und für den Preis kann man die sich auf jeden Fall mal geben. Oh, und übrigens, es gab auf der PS4 auch einen Multiplayer-Modus in Uncharted 4. Der ist hier in der Remastered Collection nicht dabei. Okay, danke. Nathan? Nathan, was? Oh, ja. Wir müssen uns entsprechend kleiden, sonst fallen wir auf. Okay. Alles ja. Klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Ja, ich würde. Und ihr? Sully? Vor allem, er ist schon sexy. Weißt du, was ich an Ganoven-Party so mag? Was denn? Niemand juckt, wenn du drinnen eine qualmst. Ach, er war das. Ja, zu lange. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Er ist ein guter auf jeden Fall. Ich habe ihn verwechselt mit einem anderen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Wie, was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz was, wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Hm? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht. Und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusati, Signore. Mm. Antipasti? Hi. Nein, danke. Hi.
Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Ja, könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Sehr schick. Die Jahre echt nicht an. Danke, liegt bestimmt am veganen Leben. Ehrlich? Du glaubst aber auch alles, Himmel, nein. LP Vision, der Gefängnisausbruch, Fragezeichen, bin mehr bei Tomb Raider. Ich weiß jetzt nicht genau, was du damit meinst, ehrlich gesagt. Ich kann mich halt nur an den Gefängnisausbruch in Uncharted erinnern, aber nicht in Tomb Raider. Aber ihr wisst, ich habe nicht das beste Gedächtnis. Wie gesagt, fand ich generell den ersten Teil am besten. Und die erste Hälfte von Shadow. Und das beste Game dieser Art ist Uncharted 4. Er genießt noch ein bisschen die Aussicht, ne? Was machst du? Unseren Fluchtplan überdenken? Wird ziemlich haarig werden. Ganz ruhig. Wir hatten schon brenzligere Coups. Ja, ich weiß. Ich will mir nur nicht vorstellen, was die mit uns machen, falls sie uns erwischen. Sam, wenn's schief läuft, sind wir längst tot, bevor die uns erwischen. Beruhigendes Argument. Ja. Kommt drauf an. Aber das muss in Italien spielen. Alle sprechen Italienisch. Oh, so nice. Dieses Kapitel habe ich wirklich sehr gefühlt. Deswegen habe ich es auch nochmal ausgewählt jetzt gerade. Aber ich finde, für so einen Stream, wo man halt immer zwischen Kapiteln springt, bietet sich die Kombi auch gut an. Diese zwei. Bis der Beste hab in der Kita momentan viel zu tun, deswegen komme ich nicht so zum Schauen deiner Videos. Mach weiter, so alles Gute. Pack sie einfach in die später anschauen Liste, sie laufen nicht weg. Dir auch alles Gute, schönes Wochenende und kein Stress. Diese Spiegelungen, nice. Auch wenn das Game kein Raytracing bietet, auch nicht auf der PS5. Zum Weinkeller geht's da lang. Los. Oh, Party! Natürlich spielen sie dummen europäischen Techno. Was soll der Hate? Oh, möchten Sie ein Glas Champagner? Wie wäre es mit einer getrüffelten Wagyu? Da wären wir. Okay, dann mal los. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. So ganz unauffällig. Während er einen 1000 € Wein holt. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Meinte mit dem Gefängnisausbruch auch auf Uncharted. Ach so, meine Meinung dazu dann wahrscheinlich, oder? Oh, kann ich mich gar nicht mehr so krass erinnern. Die anderen Teile des Spiels sind mir mehr in Erinnerung geblieben. Ich weiß nur, dass es sich ein bisschen für mich gezogen hat, diese ganze Gefängnisgeschichte. Warte, soll ich jetzt grabben? Oder was ist meine Aufgabe gerade? Jetzt bin ich ein bisschen lost. Ne, ich komme da gar nicht hoch, ne? Oh, was eine schöne Eisskulptur. Bam. Kann mir gerade mal kurz irgendeiner sagen, was ich tun muss? Bin da gerade jetzt voll aufgeschmissen in dem Moment. Er bewacht die Tür, oder soll ich rein? Nee, ne?
Wartet mal kurz einen Moment. Was zum Teufel? Nikola Gassmann. Danke. Für, woher weißt du es, Domdom? Das war, glaube ich, eher, Streamer. Achso, wird im Chat eingeblendet. Ja, tatsächlich, Nikola Gassmann hat etwas getan, was mir noch nie passiert ist, was mir auch ein bisschen unangenehm gerade ist. Deswegen mal kurz Spiel beiseite. 1000 Münzen, Doni. Das ist irre. Viel wichtiger finde ich aber den Message-Inhalt, der aber jetzt nur Teil 1 von 2 beinhaltet. Ah, oh, hier kommt der zweite Teil. Mit nochmal 500. Nein, bitte! Hör auf! Ich lese es mal nicht vor, oder? Weil ich glaube, es soll eher privat sein. Es sei denn, du wünschst es anders. Kurzfassung, offensichtlich konnte ich dir mit meinem Content in einer schweren Phase helfen. Das freut mich sehr. Ungemein. Du hättest nicht so viel donaten müssen. Hast damit auch einen neuen Rekord aufgestellt. Ja, ich danke dir dahingehend natürlich auch. Aber viel wichtiger ist mir, dass das, was ich hier mache, dir tatsächlich geholfen hat und es dir mittlerweile offenbar wieder sehr gut geht. Und ja, das ist, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Einfach nur geil. Schön. Ich wünsche dir das Beste. Hab weiterhin viel Spaß hier. Und wie ich vorhin schon am Anfang des Streams sagte, nicht vergessen, manchmal ist das Leben unfair oder schwierig, aber man ist immer noch da und es lohnt sich weiter durchzuziehen. Es gibt so viele schöne Momente. Auf keinen Fall irgendeine Dummheit begehen. Es gibt aus jedem Tief immer wieder eine Rakete nach oben. Eine schöne Zeit wünsche ich dir. Und Ehre, Ehre, Ehre. Einfach nur crazy. Einfach nur. Es ist ein bisschen schwierig, wieder ins Game zurückzufinden. Aber wenigstens hast du mich in einem Moment erwischt, wo ich sowieso lost bin und ich weiß, was ich tun soll. Oh Mann. Weil spätestens jetzt wäre ich komplett raus. Okay. Huch. Scheiße. Mir kommen auch. Also, bisschen Pipi in den Augen, ehrlich gesagt. Weil ich bekomme häufiger so Nachrichten tatsächlich mit Leuten, die es ein bisschen schwieriger haben. Den ich helfen konnte mit ein paar Videos, was ich mir immer nicht so richtig vorstellen kann, weil es sind halt einfach nur Gaming-Videos, aber wahrscheinlich ist es einfach für diese Leute so diese 30 Minuten oder jetzt auch in dem Stream ein paar Stunden Zeit, aus ihren Problemen zu entflüchten in eine andere Welt und in einer meistens auch netten Community. Ja, das freut mich einfach, dass wir das über die Jahre hier so aufgebaut haben und man sich hier fast immer wohlfühlen kann. Sehr schön, sehr schön. Karte von dem Typenclown, der aus der Tür kam. Okay, vielen Dank. Das war so ein Italiener. Wo ist der? Muss ich den suchen? Das Spiel könnte mir ruhig einen Tipp geben jetzt. Bin jetzt etwas übermannt. Holy shit, wo ist der Typ? Bin anders lost. Wo ist der hingegangen? Ist der hier raus? Scheiße, ich bin so lost. È la prima volta che viene. Posso fargli una domanda? È un'impressione mia. Hä, wo ist der Typ? Der in dem gelben Outfit an der Säule. Vor allem, ich kann nicht mal schneller laufen, was soll das? Jetzt habe ich das Kapitel so hoch gelobt und jetzt zeige ich es so mies. Sorry. Gelbes Outfit. Ich sehe halt wirklich niemanden. Ach so, doch! Oh my goodness. Als ob er jetzt weggeht. Oh, echt super. Ich hab's noch gar nicht versucht. Ja, das sehe ich.
Also. Gib her. Mann! Oh, so knapp. Ich bin nur extra vorsichtig. Aber ich glaube fast, es ist gescriptet. Wahrscheinlich schafft man es erst im dritten Versuch. Ja, gönn! Und er hatte Zweifel. Ey, Wahnsinn, dass er das nicht gemerkt hat. Aber passt auf, gerade an belebten Orten. Es gibt wirklich solche Meisterdiebe, wo du nicht checkst, dass du gerade verarscht wirst oder abgelenkt wirst. Und dann ist auf einmal dein Geldbeutel weg. Immer Augen auf. So, die Karte ist jetzt für die Tür hinten, oder wie? Ja, okay. Dann sind wir jetzt wieder auf Kurs. Boah, Konzentration. Ich sehe gerne Profis bei der Arbeit zu. Nach der insanen Bombe von Nikola Gassmann. Okay. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Haben jetzt aber gerade den ersten... Gehen. Wir melden uns. Ich habe gerade den ersten Teil der Nachricht nochmal gelesen. Die Probleme sind noch da. Aber wie ich dir gerade schon sagte, findest du wieder raus. Gibt für alles eine Lösung. Nicht den Kopf hängen lassen, okay? Hände hoch. Hi, Victor. Hallo, Nadine. Schön, dich wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so fehl am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfelchen. Nicht weglaufen. Nate. War das mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Na, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört dir nicht diese Söldner-Armee? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sully. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Wir müssen herausfinden, wo sich die Kellner aufhalten. Am besten locken wir einen aus der Küche. Dann lass uns die Küche suchen. Lass mich bitte reden, danke. Hier unten gibt's genug Essen für eine Kleinstadt. Machen die auch Hochzeiten? Oh ja, die haben alles im Angebot. Hochzeiten, Bar Mitzvahs und Schwarzmarktauktionen. Egal. Was ich gerne noch allgemein sagen würde, gilt jetzt nicht nur für Nikola, sondern für euch alle. Wenn ihr irgendwie Probleme habt oder so und niemanden zum Reden habt oder euch nicht traut, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Ich kann natürlich nicht jedem antworten. Aber wenn ich eine Lösung habe oder meine, ich kann da einen Anstoß geben, dann mache ich das gerne. Einfach schreiben. Nicht vergessen, ich kenne euch ja nicht. Deswegen ist es vielleicht einfacher, das so mir anzuvertrauen, was auch immer los ist. In einigen Dingen habe ich ja aufgrund, weil ich schon älter bin, auch ein bisschen Erfahrung. Nicht in allem, aber ja, wenn ich meine, ich kann helfen, dann tue ich das gerne. Mist. Siehst du einen Kellner da drin? Nein, nur schwer bewaffnete Schläger. Fällt mir nur gerade ein, weil ich vorhin fälschlicherweise gelesen habe, so, Nikola ist schon über den Berg, aber ist er nicht. Deswegen, wenn was ist, ne, gerne schreiben und alle anderen auch. Abgeschlossen. Klar. Okay.
Plan B. Schöner Weinkeller. Ich glaube, hier ist ein Secret, oder? Da oben sind Lüftungsschächte. Nate, schau dir das mal. Gab noch Superchats davor, weiß ich. Hol ich später nach. Es werde Licht. Oh. Oder ja, auch nicht. Belast du. Du hast keine Ja, das geht auch. Ist eh stylischer. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer wenn man wegrennen muss. Oh Mann. Dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Trotzdem nicht mit dem Rauchen anfangen. Das ist der Zugang hinter den Fässern. Das bringt euch nichts. Im Gegenteil. Schadet nur. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänge. Frisst unendlich Geld. Vielleicht sich Alcazar mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Müssen wir uns Sorgen machen, weil Vector Nadine Ross anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Der kann sich aus allem herausreden. Als ob ich jetzt zu doof für das Rätsel bin hier. Die Doni hat mich zerstört, man merkt's. Ich glaube, es gibt noch irgendwo ein Fass zum Schieben. Warte, kann man da hoch? Nee. Mann, Bro, geh beiseite. Warum finde ich denn das jetzt nicht? Oder war das ein Fehler? Warte, ich glaube, es war ein Fehler. Daran liegt's. Gut gemacht. Da kommt man noch anders hin, ne? Hier, über den Weg, glaube ich. Ja, ja, okay. Das ist es. Hier dasselbe. Na, geht doch. Ja, voll irreführend. Ja. Hier entlang. Mach mal mehr Licht. Hey, sieh mal die Lüftung. Da geht's raus. Yep, da fällt mir was zum Draufklettern. Ja. Ja, okay. Na geht doch. Du musst mir nicht helfen oder so. Ich halte das Feuerzeug. Das Feuerzeug. Ich ersteigere gerade ein Pokémon-Display erste Edition, schreibt Nicole. Okay, dann mal rauf. Pass aber auf, dass du nicht einem Betrüger auf den Leim gehst, ne? Weil die sind arschteuer. Ich meine richtig teuer. Im Normalfall. Und es gibt da viele Scammer. Okay, pass auf. Enger als es aussah, was? Und staubiger. Der Glatzkopf hat auch noch meine Größe. Aber gut, ich weiß nicht. Vielleicht hast du auch 50.000 geboten. Dann. Tanto non capirebbe la differenza. Viel Spaß. Piace aspettare. Questa gente. Ich würde nur dennoch aufpassen und mir sämtliche Belege geben. Und am besten auch Abholung. Und nichts anderes. Und dann weißt du auch, wo der Typ wohnt. Oder sie. Falls was ist. Ich würde mich nicht trauen, ehrlich gesagt. Und
Depp! Psst! Selber psst! So, ich glaube, jetzt habe ich niemanden mehr vergessen. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. So ein Display kann über 200k gehen. Frischluft, wir kommen. Ich weiß nicht, ob auch die deutsche Version, aber... Ja, die 50.000 waren kein Scherz. Das ist schon eher so der Bereich, mit dem man rechnen sollte. Aber weiß ich nicht, vielleicht hast du es ja auch einfach. Und das ist legit. Dann go for it. Und ich hoffe für dich, in ein paar Jahren ist es 500.000 wert. Let's go. Hey, guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Den Mobilfunkmast? Den was? Egal. Das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Klettern. Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Safe. Alles klar. Wie findest du das Game bisher? Ich hab's ja schon durchgespielt. Gut, dass du in Form bist. Find's super. Hier, bitte. Binne 20 Stunden Spielzeit nicht so viel, hat vorhin noch einer geschrieben. War bei Resident Evil mehr. Also erstens, 20 Stunden ist insane viel. Und zweitens, Resident Evil ist kürzer. Wir kommen aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully? Bist du da? Hier ist bestimmt kein Empfang. Hoffentlich geht's ihm gut. Ich verstehe sowieso nicht, warum da so viel Augenmerk drauf gelegt wird. Es gibt ja wirklich Leute, die sagen, ja, wenn das Spiel jetzt nicht, keine Ahnung, als Beispiel 12 Stunden Spielzeit hat, kaufe ich es nicht. Egal, wie geil es ist. Hä? Digga, was? Ist doch viel geiler, Bingo. Wenn du... Da ist die Küche. Und natürlich verschlossen. Wenn du 12 Stunden Top-Unterhaltung hast, Sam, hier. Als... Vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Als ein langgestrecktes 25-Stunden-Spiel, wo die Hälfte unnötig as fuck ist. Hast du's? Und eine fucking leere Open World. Vorsicht! Hi. Buonasera. Ma che sta facendo? Das ist so geil. Oh, nicht hat er nicht verdient. Mit den Zivilisten, Sam. Mensch, er wird mit Wohnschädeln in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Ja, wir brauchen die Uniform. Da hat er jetzt einfach Pech gehabt. Ab in den Maschinenraum. Natalie, danke für 5 Münzen. Die Nachricht ist zurückgezogen. Dann... Alles klar, Sam. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, wir zurück in den Bauwerk. Sam, bist du da? Sam? Sully? Toll. Mist. Dann weiß ich jetzt leider nicht mehr den Grund deiner Donny. Aber trotzdem vielen Dank. Und ich hoffe, es war kein Versehen. Kein Empfang. Mensch, ist das vielleicht doch Deutschland? Hier können wir hoch, oder? Aha. Ich würde so gern hierher ziehen. Einfach Beste. Sandra, auch dir danke für 20 Münzen. Uncharted ist schon ein Mega-Game, aber Tomb Raider mochte ich trotzdem immer lieber. Sowohl als Game als auch als Film. Stimmt, gibt auch einige
Tomb Raider-Filme, ne? Ja, true. Hab ich aber auch nicht gesehen. Ich mag auch Angelina Jolie leider nicht so sehr. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste mal da sein. Müsste. Müsste. Komm, hol dir einfach eine Yacht, scheiß auf alles und weg da. Abfahrt. Hier irgendwie hoch. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich da rüberkommen sollte. Ah, obwohl. Doch. Doch, doch. Yay. Und von da aus dann rüberschwingen. Aber das muss man mögen, ne? Uncharted hat auf jeden Fall mehr Erkundungspassagen als Tomb Raider. Und die ziehen sich ab und zu auch mal. Das muss man auf jeden Fall mögen. Sonst ist das Game nur bedingt was für einen. Aber die Spielwelt ist aufwendig und authentisch designt und deswegen habe ich da kein großes Problem mit, finde aber auch, sage ich schon zum dritten Mal, ab und zu ein bisschen gestreckt. Aua. Oh Mist! Unglaublich, dass ihr damit durchgekommen seid. Oh, sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein. Dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Mhm. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein, eher im Ruhestand. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Victor Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber, nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Ah. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Verstehe. Na, das nenne ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein intersiertes Holzkruzifix aus dem Grabnachlass. Ja. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack. Na, du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Nate? Nate! Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Okay.
Maschinenraum. Ich schaff das. Er spitzt sich zu. Und wir haben leider keinen Kontakt zu Sully. Das ist schlecht. Alles gut, Domi. Pokémon ist meine Leidenschaft. Die Auktion ist momentan bei 28.000. Ich liebe es und darf eine US-Glurak-Holo der ersten Generation mein nennen und weitere. Okay. Aber ist das nicht noch ein bisschen zu günstig? Aber ich gehe davon aus, du hast dich damit sehr befasst und es hundertfach überprüft. Dann hoffe ich mal, dass du das ersteigern kannst. Wo lang? Und wünsche viel Glück. Den Maschinenraum. Ich meine nur, weil allein Glurak ist halt schon für viele ein Vielfaches davon wert, ne? Aber wie gesagt, ist wie es ist. Oh, da bin ich ein bisschen falsch. Noch ein Stück rüber. Wer ist dein Lieblingscharakter? Schon Nathan eigentlich. Aber auch Rafe finde ich cool. Ist halt ein Arschloch, aber so als Bösewicht mag ich ihn. Oh. Also ich mag eigentlich alle, aber tatsächlich Sam am bisschen am wenigsten, weil er auf Dauer auch ein bisschen zu träge redet und langweilt, aber das hört sich jetzt auch negativer an, als es gemeint ist. Eigentlich sind alle Charaktere sehr gut geschrieben und cool. Dreh dich um, verdammt! Meine Güte, ey. Willst du nicht hochspringen? Oder geht es nur von da drüben? Das Leckeres zu Abend gegessen? Nee, ich habe heute sau wenig gegessen. Nur einen Teller Suppe und so einen selbstgemachten Joghurt aus Beeren mit Nüssen. Aber bin momentan satt. Super. Weniger Kalorien, habe ich nichts gegen. Gibt Schlimmeres, glaube ich. Die Nachricht war, dass ich mich für deine Videos während meiner Prüfung bedanken wollte. Ah, okay. Schön, dass du sie geschafft hast. Und kein Problem, gerne. Oh, Horizon-Vibes. Bisschen. Der Typ, ist das der, den man gerade da hochgehen gesehen hat? Auch cooles Detail. Also von außen hat man jedenfalls jemanden gerade hochlaufen sehen. Einfach dieser Handy-Sound, den gefühlt jeder hat. Cool, dass er sich selbst da festhält. Weil das ist ja an sich optional. Ja, die Entwickler haben schon an alles gedacht. Aber es ist ja auch von Naughty Dog, ne? Auch wenn mir The Last of Us 2 absolut nicht gefallen hat. Storytechnisch. Bitte. Wo zum Henker sind diese Schutzschalter? Technisch. Ja, und eigentlich in allen Aspekten liefern die immer ab. Wie kein anderer. Großartig. Sam, Sully, seid ihr da? Gottverdammt, Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. Ein paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Warte, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende. Dann überbiete ihn. Womit? So viel Geld habe ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut? Wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Gerücht? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Ja. Und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Da ist keine weiteren Gebote. Vertrau mir. Zum Ersten, zum Zweiten. Was soll's? Bene, 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Höre ich weitere Gebote?
Das Gebot liegt bei 110.000 Euro. Ja, hey, Nicole! Das muss auch B sagen. Rein da, in den Aal. Du bist im Nu da raus. Das hoffe ich. Okay, muss das Schloss aufbrechen. Das Gebot warum liegt jetzt bei 130.000. Und ich sehe gerade, Nicola hat nochmal donated öffentlich, also mit einem anderen Namen, deswegen check ich es jetzt erst. Hätte es nicht getan, wenn ich es mir nicht leisten könnte, hast du wirklich verdient, LG. Nicola Gassmann muss nicht unangenehm sein. Doch, es ist mir schon ein bisschen, aber ich freue mich natürlich viel mehr darüber, dass ich helfen konnte. Und bei dem insane Betrag war mir auch direkt klar, dass du natürlich andere Probleme hast als finanzielle. Deswegen auch meine Vermutung, dass ich vielleicht helfen kann oder zumindest versuchen möchte. Ja, einen Moment. Das Gebot liegt jetzt bei 100. Kannst du dich wie gesagt melden, wenn du magst? Ah. Das sieht gut aus. Das Gebot beträgt jetzt 200.000 Euro. 200.000 Euro. Schnell, Nicole, biet mit. Wir brauchen das Ding. Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? So bereit wie noch nie. Victor? Sekunde noch. Der Gentleman bietet 230.000 Euro. 500.000. Machen wir Nägel mit Köpfen. Grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Victor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Okay, versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Und zum Ersten? Zum Zweiten? Und verkauft für 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Es ist weg! Weg da! Aus dem Weg! Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen! Sprechen Sie! Paris. Gut. Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Dismas ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. So, Vorbereitung ist vorbei. War schon mal ganz nett. Jetzt geht's richtig ab. Springen? Wirklich? Verdammt! Okay. Ah, der sieht mich. Hm? Beweg dich doch! Ja, ich weiß, was das heißt. Gelb, nicht so gut. Rot, ganz, ganz kacke. Weiß, in Ordnung. Ich weiß gar nicht, wo ich sicher bin. Eher außenrum, oder? Kann man sich da nicht festhalten? Ah, hier. Kann man die Dudes auch runterziehen wie ein Spider-Man? Oh, lol. Das ist doch schon mal ganz nett. Langsam. Nee, du sollst da runter. Du sollst da... Was ma... Digga! Halt nicht schießen! Ich hab mich verlaufen! Verlaufen! Die schießen auf mich! Ich wollte ja Waffen mitnehmen. Ich weiß. Was war die härteste Prüfung in deinem Leben? Jeden Tag der YouTube-Algorithmus. Non fuggirai! Lasciamolo fuori! Hört sich jetzt lächerlich an für einige vielleicht, aber ist ernst gemeint. Und wenn man länger drüber nachdenkt, dann versteht man es vielleicht sogar. Bro, wo muss ich hin? Wo genau muss ich hin? Ich muss schon wieder rein, ne? Aber die sind da überall positioniert, Alter. Da gesagt habe, die Erde?
Ja, ich weiß nicht so recht. Scheiße, Mann. Oh, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot! Ja. Ey, was zum Fick? Ich muss da safe hoch. Aber die Richtung war schon mal nicht gut. Generell ist man am Arsch, wenn man entdeckt wurde. Ist halt einfach so. Warum kann er da nicht hoch? Ti troverò. Ey, es geht nicht, ohne entdeckt zu werden. Als ob. Ja, gib mir den Hinweis, okay. Was ist das für ein Hinweis? Oder willst du mir jetzt erzählen, da gibt es irgendwie eine Waffe? In Italien versuchen, eine gute Pizzeria zu finden. Du, ich will jetzt zu Pizza nicht nein sagen. Ich glaube, der Hinweis sagt mir nur den nächsten Schritt. Aber was genau mir das jetzt gebracht haben soll? Na gut, okay, stimmt. Hier komme ich. Ja. Wenn du das nicht findest, hast du halt keine Chance. Das ist essentiell. Oh wow, ist nicht so einfach. Ja, schade. Einfach Pech gehabt. Schade. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Gute Nacht. Aber ich glaube, ich kann die Waffe noch nicht nehmen. Ich kann mich halt nur an diese Schießerei im Ballsaal erinnern. Aber es kommt wohl erst später. Warum nimmst du nicht die Waffe? Geht nicht! Verschaffe mir nur einen Überblick. Okay. Zumindest die beiden Dudes hatten jetzt nur eine Taschenlampe. Oh, die ersten fahren schon mit ihren Supersportwagen weg. Schade, kann ich mir keinen mehr gönnen. Jetzt entdeckt werden wir auch nicht so toll. Kommt da nicht hoch. Ja, wobei doch so schon. Darüber muss ich? Da ist der Balsam. Davor die Einfahrt. Bro, ich bin kein Spider-Man. Schönes Nackenknackgeräusch. Na, worauf du so stehst? Okay, alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich. Aber auch schöner Raum. Sam gibt dir noch die Waffe. Ja, ich, so war das, ne? Man kriegt die vorher nicht. Sonst wär's zu einfach. Oh, scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, sie aber auch nicht.
Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie's keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben, sehen Sie? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Ja. Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich... Was denn? Okay, gut. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Oh, was? Das wusste ich gar nicht mehr, dass man die jetzt verkloppen muss. Ich möchte nur, dass es fair bleibt. Als ob. Ja, natürlich ist die einfach viel besser, weißt du? Jetzt her mit dem Artefakt. Ich hab's doch nicht mal. Wissen Sie, wie viele Artefakte ich schon gesammelt habe? Sie müssen sich genauer ausdrücken. Dann will ich das mal verdeutlichen. Oh, oh. Die schöne Einrichtung. Ich hab noch etwas Jetlag. Wie wär's mit Unentschieden? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann die gar nicht schlagen. Das hätte wahrscheinlich auch Hate gegeben. Das geht gar nicht. Aber der Mann darf natürlich verprügelt werden, kein Problem. Ja. Haben Sie genug? Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Jetzt mal im Ernst, ja? Sie können echt nicht massieren. Was Sie da machen, ist überhaupt nicht gut für meinen Rücken. Okay, haltet! Gut! In meiner Gesäßtasche. Wie sie doch mal schaut. Okay, Kopfstoß, aber mehr ist, glaube ich, nicht drin. Ijo, moin. Okay. Was war das? Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Sie versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Nicht drängeln, aber beeilt euch, verdammt! Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Ballsaal. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht. Ich hab ne Knarre. Bis gleich. Da hat man jetzt schön die Vorzüge der Dialoge gesehen. Sehr humorvoll. Echt gut geschrieben. Okay, jetzt weiter den Blödsinn hier. Uff. Von hier komme ich nicht mehr weiter. Muss runter, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Ich hoffe, das ist legit. Nein. Ist nicht legit. Ich habe noch überlegt, so, das ist ein bisschen grau. Wollen die Entwickler damit sagen, ich soll da nicht hin? Ja. Ach komm, ey, halt's Maul. Ich hasse dieses Stealthen. Dafür bin ich nicht gemacht. Ich will ja nicht drängeln, aber beeilt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Ball. Aber was denn dann? Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht. Ich hab ne Knarre. Bis gleich. Bruder, ich hab doch hier keine Optionen. Oder bin ich schon wieder blind? Nadine ist schon hot. Jetzt nicht mein Type, aber... Ja, hässlich nicht. Aber mir vielleicht ein bisschen zu direkt, die Gute. Kann ich Lasten schwingen? Nein, kann ich nicht. What the fuck? Ich habe hier keinerlei Optionen, mich zu bewegen. Da leuchtet was, aber den Sprung schafft er auch nicht. Hat jemand einen Tipp? Okay, ich bin am Wagen. Wo zum Teufel steckt ihr? Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Sie
versuchen es einzunehmen. Aber kein Sprung ist machbar. Ich will nicht drängeln, aber beeilt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Ballsaal. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Gute Nachricht. Ich hab ne Knarre. Bis gleich. Te lo juro. Das ist mir manchmal wirklich zu undurchsichtig. Oh nein. Wie krass ist der denn am Schielen? Der hätte in der Zeit alle drei erschießen können. Halt, was? Ja, sicher doch. Ich hab sie! Ah ja. Gut gemacht! Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, Schild. Ja, glaub schon. Okay. Wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, bis gleich. Hier komme ich auf jeden Fall nicht runter. So viel steht fest. Kletter da rüber. Und dann da an die Stange, schätze ich. Oh mein Gott. Game ist schon gnadenlos. Mach jetzt keinen Scheiß, Alter, ja? Gut. Easy catch. Ja, es gibt schon, also, sagen wir mal so, realistisch ist Uncharted nicht, war es aber noch nie. Victor, ich sitze hier fest. Eine Idee? Der schnellste Weg führt durch den Ballsaal. Du hast gesagt, der ist abgelegt. Was es da schon für Szenen gab. Aber jetzt, wo sie von euch wissen, haben sie ihn geräumt. Dann auf zum Ballsaal. Verstanden, Nate? Ja, verstanden. Und auch diese Flugzeugszene aus dem Film, die man ja aus dem Trailer kennt, ich glaube, die gab es so oder in der Art mal in einem der Games. Das gehört halt einfach dazu, ne? Darf man nicht zu ernst nehmen. Das war jetzt gerade zu laut, ne? Mach mal ein bisschen leiser. Mal schön Money grabben. Jetzt ist der Weg ersichtlicher. Am Anfang fand ich den krass secret. Jetzt ist besser. Oh, hallo. Oh shit, die sind zu zweit. Sonst hätte ich den Typen jetzt von hinten gegriffen. Wobei sich der eine umgedreht hat. Ich schnapp mir trotzdem den hier. Beste. Ja, nice. Mundelfi, danke für 3 Münzen Support. Jack Art hat auch 5 dagelassen. Ich sage vielen Dank. Das sind aber auch sehr prägende Szenen, sehr cool anzuschauen. Ja, die bleiben auf jeden Fall im Kopf, halt gerade, weil sie so lächerlich sind. Aber ja, gehört halt zu dem Action-Genre dazu. Bei Filmen stört mich das aber auch mehr als bei Spielen, muss ich sagen. Ich bin da empfindlich. Nice Headshot. Bei Filmen muss für mich alles sehr nachvollziehbar sein. Und möglichst realistisch. Bei Spielen sehe ich es nicht ganz so eng. Aber es darf sich auch nicht zu sehr häufen. Da bin ich einfach so. Okay, ich glaube, wir sollen wieder klettern. Aber kann er nicht auch einfach hier reinspringen? Nein? Digga, wieso geht er nicht einfach jetzt da hoch auf dieses Geländer und springt dann in das Fenster hinein? Erzähl mir mal warum. Junge, Junge. Dann nehme ich halt dieses.
so geil aus. Oh, da kommt einer. Dieses ganze Gebiet. Ist schon fast auf PS5-Niveau. Also wenn man jetzt nicht wüsste, dass es eigentlich ein PS4-Titel remastert, würde das gar nicht so auffallen. Oh, ich habe zwei Pistols. Ich glaube, die ist so eine automatische. Oh! What the? Okay, sie hat nicht so Durchschlagskraft. Wie wechsle ich denn? Achso, ich habe meine andere verloren. Oder kann ich nur eine nehmen? Weil normalerweise... Nee, ich kann nur eine. Eigentlich kann man zwei tragen. Aber gut, dann halt nicht. Vielleicht, weil wir gerade im Smoking unterwegs sind und nicht unsere normale Ausrüstung haben. Muss ja auch irgendwo hinstecken, das Zeug. Gerade mit einer Shotgun zum Beispiel wird es schwierig. Mhm. Spiel bleibt Spiel. Ja, genau. Also Film ist ja an sich auch nicht echt, aber aus welchen Gründen auch immer muss es für mich da nachvollziehbarer sein als in dem Spiel. Und die nächsten fahren weg. Mit ihren Ferraris, Lambos, Porsche, Bugatti und was da nicht noch alles steht. Rolls Royce. Das könnte ein Mercedes S-Klasse sein. Welchen findet ihr am geilsten von denen, der noch da ist? Also für mich der rote Porsche GT3 gefühlt. Und der blaue. Hier. Ja, das sind so meine Favorites. Bisschen off-topic gerade. Kannst auch eine große, zum Beispiel eine AK nehmen. Ja, ja, aber nur eine Waffe irgendwie gerade. Normalerweise geht immer zwei. Okay, wir sind fast beim Ballsaal. Nicht mehr weit, sagst du? Nathan, die nageln mich fest. Du musst mir helfen. Ich komme, Sam. Bin auf dem Weg. Oh, gut. Ist das für hier? Ja, ich denke schon. Oh. Oh, oh. Das sind drei. Boah, knapp. Komm her, du Kick. Ah, zwei. Immerhin. Das reicht. Aber der hat mich gesehen, ne? Er weiß aber nicht, wo ich bin. Das ist gut. Dann kann ich ihm einen Header geben. I gave you your 1000th like. Vielen Dank. Thank you. Thank you for the 1000th like. Haben wir es mal hin, ne? Stimmt. Ui. Okay, los geht's. Verdammt nochmal. Hey, wie geht's? Hier geht's jetzt richtig zur Sache. Ich glaube, ich habe genug von dieser Auktion. Oh ja, ich auch. Ja, lass mal lieber auf Pokémon-Displays bieten. Okay, Jungs, Bewegung. Viele wollen hier weg. Ja, ich hatte dich komplett dicht. Scheiße, Mann, der hat eine Schotti. Kommt zum Brunnen vor dem Ballsaal. Ich warte dort. Okay. Alter, WTF? Oh Gott. Nathan! Ey, Mann, ich bin doch hinter der Säule. Was? Was soll denn das? Cheater. Ich glaube, wir brauchen dem seine Shotty.
Oh, lad doch jetzt nicht nach, Digga. Yay, geile Musik. Attacke! Muss aber näher ran. Streuung und so. Hallöchen. Der nächste kommt. Kein Problem. Oh, der hat sogar eine AK. Ja gut, dann wechsle ich mal. Oh, scheiße. Du bist am Schielen, Alter. Ach, ist auch so geil, wie so vieles kaputt geht. Das ist halt ein PS4-Game. Einfach nur brillant. Brillant. Aber ein Laserfass schieße ich ein bisschen besser tatsächlich. Ja, Musik ist top. Der Schuss war ein bisschen riskant, Bruder. Sorry. Ich wusste, dass ich ihn treffe. Glaub mir. Jetzt können wir zwei Waffen tragen. Ach so, ich glaube, ich habe es verstanden. Es geht immer nur eine kleinere und eine größere, weil das waren ja vorhin alles Pistols. Aber ich kann neben einer Pistole eben auch noch eine AK oder eine Shotgun haben. Alles klar. Weil die hängt da sich so um. Ja, ja. Okay. Oh, Mist. Oh, Granate. Hat jemand von euch noch eine AK, bitte? Ja, wäre nice jetzt. Dankeschön. Ah, ihr Fucker, verpisst euch, Mann! Auch geil, dass sie darauf reagieren, wo ich sie treffe und dann auf den Boden fallen oder humpeln und so. Ah, ich muss näher ran eigentlich. Ja, moin. Wie viele sind das noch? Und Sully, kannst du mal bitte vor meiner Fresse weggehen? Steht da übelst im Schussfeld, der Dude. Oh, jetzt noch eine Shotty, Mensch. Aber krieg ich grad nicht. Das ist zu nah. Oh! LOL! Oh, nehmen wir den Rolls Royce, komm, tschüss. Geh rein! Los, los! Ziel mit Controller, aber auch hart. Ja. Schießen auf Konsole mag ich gar nicht. PC lieber. Aber es lief dafür ganz okay. Ein schönes Kapitel einfach. Okay. Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Odium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren.
1699. Lass mich raten, sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hm. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir? Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Ja. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, je, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm. Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey. Hey, ich bin's, ja. Empfang ist mies. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja. Mach ich. Okay. Ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja. Ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. Tja, Rafe will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Sully. Ja? Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Waldmanns Heil. Letzte Chance mitzukommen. Naja, wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber. Okay, dann bis später. Hey, Nate. Ja. Also, bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? Ja, ja. Und als nächstes verschlägt sie ins etwas kältere Schottland. Wie schon gesagt, man bereist im Spiel verschiedene Orte. Als Avery hier angekommen ist, war der Ort bereits verlassen. Mir ist das aber zu kalt. Deshalb gehen wir jetzt mal in mein Lieblingskapitel. Ich glaube, das spielen wir aber nicht ganz durch. Da möchte ich nur einfach noch mal ein paar grafische Impressionen einsammeln. Und zwar ist das Kapitel 10. Das hat mich damals wirklich umgehauen, als ich das gespielt habe. Also jetzt rein grafisch. Auf einer Konsole. Ich spiele ja auch ab und zu PC-Spiele. Die sind eigentlich immer am heftigsten, aber so rein auf Konsole war das zu der Zeit das Krasseste, was ich gesehen habe.
Kapitel, die 12 Türme. Da ist man, glaube ich, in so einer afrikanischen Steppe. Zumindest habe ich das jetzt so in Erinnerung. Und das ist einfach nur awesome. Da müssen wir kurz rein. Renge, danke für 40 Monate Mitglied. Danke dir. Ja, schmeiß mal einfach irgendwas raus. Ist egal, komm. Das wird, denke ich, auch auf PS5 heute noch mehr als stabil aussehen. Durch diese Steppe fahren wir mit einem kleinen Jeep. Was sagen einfach die nice. Satelliten, Victor? Im Moment überhaupt nichts. Ich habe keinen Empfang. Hey, wisst ihr, was immer Empfang hat? Papier. Okay, diese Route hier müsste uns direkt zum Vulkan führen. Könnte aber holprig werden. Worauf warten wir dann? Okay. Auf geht's. Das ist wirklich geil, das Kapitel. Kapitel 10 ist mit das Beste und Schönste. Was suchen wir hier draußen? Tja, die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan herum. Einige verlassene Außenposten, ein paar Wachtürme. Wachtürme? Avery war der meistgesuchte Mann der Welt. Wenn er hier also etwas versteckt hat, dann brauchte er Aussichtsposten. Und einer dieser Türme ist direkt auf dem Vulkan. Mit Averys Schatz. Hoffentlich. Das freut mich, dass nun nicht nur ich das Kapitel so feier. Ja, wir gucken einfach mal ein bisschen. Das erstreckt sich, glaube ich, auch wieder über zwei hinweg. Also, Kapitel 10 ist mehr so Erkundung. Man kann sehr viele Gegenstände finden, kleinere Rätsel lösen. Und Kapitel 11 ist dann, ja, mal wieder eine Flucht mit Schießerei und Action-Szenen. Guck mal an, ich glaube, das habe ich sogar noch gar nicht geholt, warum auch immer. Weil, soweit ich weiß, müsste es gespeichert bleiben. Boah, wie kommt man denn da rüber, Alter? Braucht doch da irgendwas zum Schieben, oder? So eine Kiste oder sowas. Weil mit einem normalen Sprung kommt man da auf jeden Fall nicht hin. Ah, da ist eine Kiste. Kann sie aber nicht bewegen? Lol. Ah ja. Okay. Das Kapitel war Vorreiter für die Open World bei Lost Legacy. Hm, haben die das gesagt, ja? Nicht viel zu sehen hier. Wusste auch gar nicht, dass Lost Legacy eine Open World hat. Also das habe ich nicht gespielt. Das würden wir irgendwann mal dann auch mal blind anspielen. Ja gut, ich weiß auf jeden Fall, warum ich das Item noch nicht geholt habe. Ach nein, man, als ob. Man kann einfach da hinten hochklettern. Ist dann bei Bonus irgendwo, glaube ich. Ich habe scheinbar einen Ticken zu spät gedrückt, um es mir direkt anschauen zu können. Ja, egal. Jedenfalls, richtig schönes Kapitel. Und geisteskrank damals auf der PS4. Wir fahren noch ein bisschen weiter. Und? Hat sich nicht gelohnt. Kommt, fahren wir weiter. Was für hat sich nicht gelohnt? Wir haben einen Schatz gefunden, Mann. Was will er denn? Keck. Mein Flash war das Halo 2 Remake 2014. Genau jetzt ausbricht. Bei Null, er ist erloschen. Glaub mir, das habe ich als erstes nachgesehen, als es hieß, wir fahren zu einem Vulkan. Das und wo es den billigsten Geländewagen gibt. Warte, Sully. Heißt das, du hast tatsächlich Nachforschungen angestellt? Du kannst ja nicht. Wieder auch die Vögel wegfliegen. Der Wasserfall ist einfach zu gut. Die Schätze sind aber auch gut versteckt. Ja, ja. Also das Game auf 100%. Sieh mal einer an. Eine geheime Höhle hinter einem Wasserfall. Meine Herren, wir sind auf einem Piratenabenteuer. Was bist du, 7?
Sag mal, Vector, woher kennst du Kings Bay eigentlich so gut, hä? Huh? Weiß nicht, ob ich das hier geholt habe. Eine gestohlene Diamant. Schön ist, wenn man selber aussteigt. Unterhalten sich die anderen zwei auch einfach mal über irgendwas. Das ist halt göttliche Detailarbeit. Jack Arthur, danke für 5 Münzen. Bist mein Lieblings-YouTuber, es macht immer wieder Spaß, deine Videos zu schauen. Danke dir und Kuss. Kontakt zu ihm? Oh, mein Fehler. Notiz. So war es nicht. Dieses Mal. Wir tickten nur sehr ähnlich. Mhm. Außerdem ist sie weggezogen. Rein damit. Alles, was er findet, sammelt er da. In dem Tagebuch. ASMR Ilya, danke für eine Coin. David André hat 5 Münzen da gelassen. Pfefferminzkeks auch 5. Küsse eure Augen, danke fürs dabei sein. Mein Bruder und ich sind Fans seit Twilight Princess, meint Valdrin Endrit. Grüße an dich und deinen Bruder. Schönen Abend. Einfach so cool, dass man hinter den Wasserfall fahren kann. Der Schlamm sieht so eklig aus, aber auch richtig, richtig gut gleichzeitig. So ein Beschiss. Hui. Fahr uns nächstes Mal vor. Ja, ich hab schon ewig nicht mehr 2-mal an einem Tag geduscht. Ja, ich hab diese Offenheit einfach gefühlt und dass die permanent irgendwie mit dem interagiert haben, was ich gemacht habe. War einfach zu krass. Wir können ja jetzt mal spontan in den Leistungsmodus gehen und mal gucken, ob das grafisch stark auffällt. Ich fand damals, ja. Allerdings war es mir das wert, weil der Grafikmodus halt echt unspielbar war für mich. Ist ja mittlerweile besser. Aber jetzt ist die Frage. Aus heutiger Sicht, braucht man den Leistungsmodus noch? Ist der wirklich spürbar? Muss erstmal rausfinden, wo man es überhaupt ändert. Hä? Kann doch nur bei Anzeige sein. Ah ja, bin blind. Hier. Genau. Vorzugsweise 4K, 30 FPS oder Gleichgewicht von Auflösung und Bildrate, Ziel 60 FPS. Ich glaube, das schwankt zwischen 1080p und 1440, aber ich weiß es nicht genau. Bin kein technischer Analyst. 60 FPS ist aber natürlich schon spürbar. Es wirkt ein bisschen verwaschener. Aber die Auflösung ist immer noch richtig gut. Und die 60 FPS auch. Ich würde mal sagen, beide Modi sind top. Oh, schaut mal den Vogel, wie er da einfach entlang geflogen kommt. Durch den Baum hindurch. Perfekt. Oh, oh. Das ist immer noch so schön, dieses Kapitel. Jo, und der fliegt nicht einfach dann irgendwie in den Berg rein, wie bei den meisten anderen Games? Nein. Die haben dafür gesorgt, dass er nicht kollidiert. Kann natürlich mal passieren, aber im Normalfall nicht. Heftig. Ja, ich find's wirklich immer noch schön. Aber, weil 4K jetzt spielbar ist, gehen wir wieder rüber. Gibt auch noch einen 120 FPS Modus, den mache ich jetzt aber nicht an, weil das würde nicht funktionieren auf YouTube. Aber die Möglichkeit gibt's. Ja klar, FPS fällt natürlich sofort auf. Wenn du einmal 60 hast, dann willst du nicht mehr weniger. Ist halt so. Diese Brücke könnte man wohl als wackelig bezeichnen. Kleines Detail, aber große Auswirkung. Ja. Sowas wie mit dem Vogel. Das macht eine Spielwelt lebendig. Komm schon, Baby. Los. Ah. Wie eklig. Geschafft.
Okay, Junge, lass. Kriegst du richtig Bock auf Afrika? Hey, fahr ganz langsam und schön in der Mitte. Ja, Beifahrer wissen es ja immer. Tolle Brücke. Schon gut. Alles gut. Herr im Himmel. Niemand würde reagieren. Ah, alles gut, wenn die Brücke gerade bricht. Aber gut. Auf nach oben. Vorsicht! Oh, das schaffen sie nicht, ne? So kommen wir nicht vorwärts. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Irgendwann ist Endstation, dann brauchen wir so eine Plattform irgendwie. Da kommst du nicht hoch. Der braucht da eine Plattform für die Reifen. Irgendwie sowas war das. Bleib da. Hey, hast du was gesehen? Muss man halt suchen. Wenn er so weitermacht, bricht er sich noch das Genick. Alter. Mr. Nice Guy, danke für den 10er. Hey, vielen Dank für die ganzen LPs und Spielvorstellungen. Habe The Quarry und auch Horizon Forbidden West bei dir sehr gefeiert. Echt top. Waren zwei schöne Spiele, ja. Schön, dass du sie angeschaut hast. Waren ja jetzt nicht die erfolgreichsten, aber ist ja auch nicht mein Hauptprogramm als Nintendo-YouTuber. Deswegen freue ich mich über jeden Zuschauer bei den Nicht-Nintendo-Spielen. Grafik ist wirklich beeindruckend. Ich habe alle vier Teile bei PS Plus, aber noch nicht gespielt. Haben die echt mal alle verschenkt? Wild. Komm ich hier nicht weiter? Okay. Ach, Moment, vielleicht muss ich mit dem Auto erstmal hier entlang fahren. Weil ich glaube nicht, dass da nichts ist. Stellt euch so ein Pokémon-Spiel vor. Boah. Ja, in 50 Jahren dann, ne? Tut mir leid. Nein. Ah, ich steck fest. Wir müssen safe da hoch. Vielleicht habe ich mich da auch geirrt mit der Plattform und es gibt einen anderen Weg. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich dachte, man müsste was drunter schieben. Ja, vielleicht habe ich mir das eingebildet, keine Ahnung. Mein Rückgrat. Moment mal. Das hat jetzt aber nicht viel gebracht. Ich sehe mich hier mal um. Ah, tolles Wetter. Ah, da passt kein Auto durch. Du musst doch da durchkommen. Irgendwie. Ach, die sind in Panama. Hat er zumindest gerade gesagt. Ja, ist in der Nähe von Costa Rica, wo ich ja auch gerne mal hingegangen wäre, aber dann kam Corona. Muss ich die jetzt echt alleine lassen? Sieht so krass schön aus, ey. Kann dir den dritten Teil sehr empfehlen. Ja, ich habe halt alle dreimal angespielt. In der Remastered-Fassung. Hat mich nicht so überzeugt wie der vierte Teil, leider. Oh mein Gott, was ist hier los? Ja, wir kommen ja schon mit dem Auto durch. Wir müssen nur über die Steine kommen. Aha. Und wo willst du dann mit dem Auto hin? Du musst den Felsen links hochfahren. Oh, wie süß! Reifenspuren. Hier ist jemand vorbeigefahren. Ach was. Da kommt doch keiner drauf. Jamaika ist da auch quasi um die Ecke. Nee, ist deutlich weiter weg. Jamaika ist in der Karibik und Panama und Costa Rica ist Südamerika eigentlich.
Das ist schon eine Ecke weit weg. Hey Victor, worüber hast du mit dem Verleihtypen gestritten? Oh, dein Bruder wollte einen Geländewagen mit Seilwinde. Für eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federung. Verstehe. Hey, das ist wichtig. Gerade Offroad, wenn es mal regnet oder matschig ist. Jede Wette, dass wir die verdammte Winde kein einziges Mal benutzen müssen. Okay, haltet euch fest. Ich glaube, dass das süße Lemuren waren. Ich wollte nichts sagen, weil es wird eh falsch sein. Auf jeden Fall waren es süße Tierchen. Hey, mach langsam, Junge. Ja. Ich bin nicht Juli, die wüsste das sofort, was es war. Also Nathan, du glaubst, Avery, Chu und ein paar andere Piraten haben ihre Schätze zusammengetan und sind hierher gekommen, weil... Warum genau? Wer weiß, vielleicht zum Schutz. Die britischen Behörden saßen ihm im Nacken. Klar, vielleicht hat er ihnen geholfen zu verschwinden. Der Kerl hatte echt Talent, Dinge zu verstecken. Ich hoffe auf jeden Fall, für die Karre haben wir eine gute Versicherung. Lol. Erstmal im Schlamm parken. Sehen wir uns mal den Turm an. Ich komme mit. Dafür, dass er ein paar hundert Jahre alt ist, ist er gut in Schuss. Ja, das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. Bin mir nicht mehr sicher, aber war das nicht sogar so, dass Uncharted 4 auf zwei CDs, also DVD, PS4-ROMs, damals ausgeliefert wurde, weil es zu groß war, das Spiel? Ich glaube ja, ne? Weil ich frage mich jetzt sowieso gerade, wie haben sie eigentlich all das da noch drauf gepresst? Die Rinde ist abgeschält. Das ist ja jetzt die Mitte des Spiels. Und wir haben eine Menge übersprungen. Ich glaube, du musstest da beide CDs einlegen, um das Spiel zu installieren und hast dann aber nur noch eine gebraucht, um es halt abzurufen. Aber bin ich mir ganz sicher. Per Peiler, danke dir auch für den 10er. Boah, was eine Bombenaussicht. Na gut, okay, im Hintergrund ist etwas Flachland. Aber ist halt eine Steppe, ne? Geil, geil, geil. Was auch geil ist, ist, glaube ich, direkt das nächste Kapitel. Da schauen wir jetzt auch rein. Nee, es ist, oder? Moment. Hat man das irgendwo notiert gehabt? 12. Übernächste. Was auch total schön anzuschauen. Auf See. Ui. Wo sind sie da eigentlich schon wieder? Was könnte das sein? Die sind ja immer noch in der Gegend. Ist das dann Costa Rica? Nee, ist das aber. Ja, oder? Das kann schon sein, doch. Kann schon sein. Oder Brasilien? Nicht Blu-ray? Ja, egal. Auf jeden Fall diese DVD-ROMs da halt. Die Disc. Disc, sagen wir es einfach so. Hey Nathan! Ja, Land in Sicht. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, dieses ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite, wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen, wie weit wir es gebracht haben. Hm? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Ja. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben.
Was ist das? Das sieht so krass aus. Es könnte schon Costa Rica sein. Ich dachte, es wäre größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Oder ist das eine kleine Inselgruppe irgendwo im Nirgendwo? Oh, weiß ich halt leider nicht mehr. Immerhin ist da eine Insel, stimmt? Immerhin ist da eine Insel. Such nach irgendwas Menschengemachtem. Vielleicht Bermuda. Von Piraten gemacht. Klar. Mauritius? Nee, auf keinen Fall Mauritius. Sieht ganz anders aus und ist auch in Afrika. Ist Libertalia ja eher sowas wie eine kleine Hütte am Strand. Ja, vielleicht ja ein Baumhaus. Oder Avery hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht und nichts mehr übrig, um Libertalia tatsächlich zu bauen. Ja. Hey, was, wenn er wirklich pleite war? Dann sollten wir uns beide lieber ein Versteck suchen. Ich glaube, man konnte auch tauchen. Von der irren Schatzsuche durch die ganze Welt mal abgesehen, hatte Avery die richtige Idee. Und zwar? Er lebte nach seinen eigenen Regeln, reiste die Welt, machte sein Glück auf seine Art. Klar, bis auf die Riesenbelohnung auf seinen Kopf. Komm schon, allein wie seine Geschichte ausgeht, stimmt? Wer weiß, vielleicht war es das alles am Ende wert. Findest du das Wasser? Ja, super für PS4. Es sieht echt gut aus. Mega geil. Nathan, da drüben, ein Schiff. Oder vielmehr ein Wrack. Einfach viel zu gut. Dass man diese kleinen Inseln dann bereisen kann. Ja, das hat mich damals schon gehypt. Auf einmal Geografieunterricht. Ja, wieso nicht, ne? Bisschen lernen, warum nicht? Schadet nicht. Aber ich weiß nicht, was könnte es sein? Ich dachte halt Costa Rica, weil das so nah an dem anderen Kapitel ist, aber ich glaube, die sind mittlerweile schon wieder ganz woanders. Irgendwas Karibisches vielleicht. Oder Ozeanien, weil ich glaube, in der Karibik gibt es nicht so viele kleine Random-Inseln. Außerhalb bei Bahamas vielleicht. Irgendwas von den Antillen, das könnte sein, ja. Kapitel 10 war auf jeden Fall in Madagaskar, deswegen wird die eine Inselgruppe im Indischen... Was? Das wird wahrscheinlich eine Inselgruppe im Indischen Ozean sein. Oh, stimmt. Ich glaube, mit Madagaskar hast du recht. Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich auch. Warte, ich glaube, ich hätte da tauchen können. Dann ist Mauritius vielleicht doch nicht so falsch. Ja, keine Ahnung. Boah. Einfach fast wie bei Horizon Forbidden West. Damn. Das ist schon wild. Oha. Krass. Und das alles einfach in so einem kleinen Gebiet, wo du machen kannst, was du willst. Das ist das Beste. Einzelne Level, aber sehr offen gestaltet. Mag ich viel mehr als eine große Open World. Da ist ein Schatz. Yay! Top. Egal wo es ist, ich will hin. Same. Das lässt mich jetzt aber nicht los. Wenn sie zuvor bei Madagaskar waren. Könnte es nicht auch irgendwas Französisch-Polynesisches sein? So einen kleinen Bora Bora-Wipe bekomme ich schon. Warum kennst du dich so gut mit diesen Inselländern aus? Naja, auf vielen war ich schon oder möchte noch hingehen. Deswegen.
Also Mauritius ist sehr schön. Zum Beispiel. Was ist das? Ehre, dass er immer in die Nähe fährt, damit man schnell wieder auf das Boot gehen kann. Da muss man nämlich nicht so viel unnötig laufen. Hey, hast du was gefunden? Ja, Mogulschätze im Wert von 400 Millionen. Hahaha, witzig. Machst du keine Upload-Pläne mehr in der Kanalinfo? Nee, momentan nicht. Oder vielleicht auch nie wieder, ich weiß nicht. Also momentan nicht, nee. Fühlt sich echt seltsam. Als stünden wir endlich an der Schwelle zu etwas wirklich Großem. Ich empfinde ebenso große Aufregung wie Panik. Ich habe dieses Jahr eh generell mit sehr vielen Praktiken gebrochen, die ich über Jahre... Sehen wir uns das mal an. Hört sich gut an. ...halt einfach gemacht habe, wo ich aber jetzt einfach aus Erschöpfungsgründen nicht mehr kann und will. Und damit zu brechen hat sehr gut getan. Ich fühle mich dieses Jahr sehr, sehr viel besser als die letzten. Boah, diese Vegetation. Damit hasst du mich einfach. So awesome aus. Mhm. Ey, ich muss dahin. Scheißegal, wo das ist. Kommt, Leute, wir buchen einfach alle... Zusammen ein Privatjet. Jeder zahlt eine Rate, dann können wir uns leisten und wir fliegen hin. Aber ich muss dann Verlosung machen, weil es passen keine 1000 Leute rein. Wir sind hier fertig. Bin dabei. Schön am Strand mit einem Cocktail, beste. Ah, ich liebe das auch in manchen All-Inclusive-Resorts, wo dich das Personal dann selbst am Strand bedient. Das ist schon das Nonplusultra. Warte, sieht das Wasser hier eigentlich genauso heftig aus, wenn ich jetzt mal hier tauchen würde? Würde mich mal kurz interessieren. Oder haben sie die Korallenriffe nur beim Schiff hingeklappt? Ja, ist aber auch so realistischer. Und... irgendwie muss man ja Ressourcen sparen. Sieht aber immer noch gut aus. Das Spiel hat wirklich sehr viel zu bieten. Dave, da oben! Da können wir ja noch versuchen, raufzukommen. Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Von Piraten gemacht. Die Piraten wussten schon, was geil ist. Ja. Da ist sogar noch eine Höhle. Und so ein Torbogen. Nice. Nee, Mauritius kann es nicht sein. Mauritius ist viel größer und hat, glaube ich, auch nicht so viele einzelne Inseln. Nee, ist eigentlich nur ein großes Ding. Nebendran ist noch La Reunion, ist auch noch schön. Auch wenn ich selber noch nicht drauf war, aber... Bilder sind toll. Und beim nächsten Mal Mauritius möchte ich noch so ein Hopping machen auf Reunion. Das werden irgendwelche Inseln im Ozean sein. Die weiß Gott wem gehören. Im absoluten Nirgendwo. Muss ja auch, weil der Pirat sich da hier versteckt hatte. Muss sich ja irgendwie absetzen, der Typ. Sao Tome und Principe lohnt sich. Oh, ich glaube, von Principe habe ich auch schon mal gehört. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo es liegt, aber der Name sagt mir was. Und, Dominica. Passt ja auch. Da muss ich hin, oder?
Dominikanische Republik, wo wir gerade bei meinem Namen sind. Auch eine super. Art Tür oder so. Zu einer Kammer? Einer Riesenkammer, um einen Riesenschatz aufzubewahren? Bestimmt nicht. Nicht bei seinem Ego. Wo immer Avery den Schatz deponiert hat, wird es prachtvoller sein als überall sonst. Und er wird deutlich besser geschützt sein. Klingt logisch. Dominikanische Republik, Mitte der Karibik. Gut erreichbar auch von Deutschland. Fliegt man nicht so elend lang. Und gibt auch gute Angebote. Also ist jetzt nicht so teuer wie zum Beispiel Mauritius zum Beispiel. Kommt man gut hin. Madagaskar und Lemuren passt dann ja wieder. Weiß jetzt nicht, wo die wohnen, wo die leben. Aber vorhin im Chat haben einige auch gemeint, es werden wohl Lemuren gewesen sein. Vielleicht sehen wir von da oben aus ja was. Das sieht einfach nur göttlich aus. Verfolge schon seit 2013. Wollte mich einfach mal für den coolen Content bedanken. Bleibst du bist. Dankeschön, Sergio, für die lange Zeit, die du mir erhalten geblieben bist. Ohne Namen, Jeff. Ehre für die 2 Münzen. Und er möchte noch wissen, wie oft streamst du Fall Guys? Oh, kann ich dir so pauschal nicht... Ah, shit. Nicht beantworten. Immer nach Lust und Laune auf Twitch. Ab und zu. Gibt aber keine festen Pläne. Hast du ja gerade schon mitbekommen. Mache ich nicht mehr. Momentan zumindest nicht. Macht auch keinen Sinn. Ich habe ja meistens nur ein Projekt. Soll ich dann jeden Tag dasselbe Spiel dahin schreiben? Das macht keinen Sinn. Jetzt gerade kommen ein paar Streams. Aber in Kürze auch mal wieder ein neues Projekt. Und das würde dann sowieso jeden Tag kommen. Sprich, es braucht keinen Uploadplan, weil es gibt keine Variation. Seb, hier lang. Ist überflüssig. Sehr, sehr nice. Das sieht doch gut aus. Irgendein Symbol. Oh, ich glaube, jetzt muss man irgendwas kombinieren aus den alten Kapiteln, was ich natürlich jetzt nicht im Kopf habe. Ein Kompasspfeil? Oh. Nice. Woher hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Überall draufdrücken. Guck mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Noch ein Pfeil. Finden wir raus, wo er hinzeigt, hm? Aber wie haben die das gebaut? Krass. Das Boot ist gleich da unten. Yep. Laut Google basiert diese Insel auf Sainte Marie. Okay, noch nie gehört. Aber es werden kleine Inseln in der Nähe von Madagaskar sein, im Nirgendwo. Zeit, sie zu besiedeln und für uns zu beanspruchen. Leel. Ja, okay, wir waren beim Turm. Super schönes Gebiet. Das Ganze geht auch noch so weiter. Das letzte Kapitel, weil wir dann noch ein bisschen mehr von der Insel sehen, wäre dann das 13., was ich mir anschauen möchte. Also eins weiter. Schiffbruch. Und gleichzeitig ist es auch die Connection zu dem Intro ganz am Anfang, was wir gesehen haben. Nathan ist ja ins Wasser gefallen und dann haben wir seine Vergangenheit als Kind gesehen. Um da nochmal so eine kleine Brücke zu schlagen, spielen wir auch mal den Anfang vom 13. Kapitel.
Let's go. Oh, noch ein Board. Als das Spiel revealed wurde, oder zumindest Gameplay gezeigt wurde, gab es auch eine Demo. Genau dazu. Und da haben alle schon gesagt, Digga, das ist grafisch der absolute Wahnsinn. Und ja, da war ich auch sehr geflasht während der Präsentation. Genau das werden wir jetzt spielen auf PS5. Und das ist großartig. Sao Tome und Príncipe ist westlich von Afrika. Alte portugiesische Kolonie, glaube ich. Sprechen zumindest Portugiesisch ist noch nicht so überlaufen. Das ist immer geil und wichtig, ja. Aber dann ist auch die Frage, wie kommst du hin? Meistens musst du dann ja so mehrere Connections fahren oder fliegen, vielmehr. Aber wenn man mal mehr Zeit hat oder wenn ich im Ruhestand bin, dann ist das vielleicht mal eine Idee, ja. Ich möchte auch gern diese noch nicht so überlaufenden und noch natürlich erhaltenen Inseln mir anschauen. Aber da gibt es meistens keine Direktverbindungen hin. Ist ja auch besser so, sonst wäre es ja überlaufen. Ich muss von diesem Strand runter. Sam! Sam, hörst du mich? Vielleicht flussaufwärts. Weiß jemand, ob er immer noch hier in der Gegend ist? Bei Madagaskar? Oder ist es sogar die gleiche Insel? Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Okay, erstmal weiter nach oben kommen. Ja, erste Regel, nach oben. Finde raus, wo du bist. Also nein. Sam, komm schon, antworte mir! Ja, okay, Regen- und Blitzeffekte sind schon immer noch stark, aber ich finde, man merkt trotzdem, okay, es ist ein bisschen Last Gen. No hate, aber... Sainte Marie, Ostküste von Madagaskar. Ah ja. Okay. So, nach oben, sagt er. Das gestaltet sich aber ein bisschen schwierig. Vor allem, weil er taumelt und nicht mehr springen kann. Oh, oh nein. Vom Wetter her würde ich London sagen. Ja, aber Umgebung passt nicht. Sam! Sam! Ey, England könnte ich auch wirklich nicht leben. Das wäre mir zu regnerisch und zu kalt. Mm-mm. Die Insel ist immer noch in der Nähe. Ah, okay. Ja, Madagaskar, schöne Ecke. Kann man sich ja mal merken. Gott sei Dank, die Vorratskiste. Ah, wie gut, dass die erhalten geblieben ist, wa? Klar. Alles weg. Well. Das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht war das Sam. Und dann lässt er nichts für mich zurück? Frechheit. Danke, Christopher Weisheit, für nochmal 2 Münzen. Kuss, Kuss. Und für die Infos zu den Inseln. Príncipe möchte ich mal besuchen. Das Gute daran ist, mehr kann ich nicht verlieren. Außer mein Leben. Ja, Selbstgespräche, das ist das erste Anzeichen für Wahnsinn.
Ah, weiß ich nicht. Verdammt. Soll ich mal was leaken? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich hab früher tatsächlich viele Selbstgespräche geführt. Ich finde jetzt nicht, dass das in den Wahnsinn führt. Mich hat einfach das durchbeißen. Einfach durchbeißen. Mir hat es geholfen, tatsächlich in so ein paar schwierigen Situationen viel mehr einen klaren Gedanken zu fassen. Also genau das Gegenteil. Was zur Hölle mit diesem Ort? Verdammt! In der Nähe von Hamburg ist das. Ja, nee, ist klar. Da hochspringen kann er nicht, aber diese winzig kleinen Vorsprünge, wo du dich übelst anstrengen musst, da dran hängen zu bleiben, das geht. Dann doch lieber von da unten nach da oben springen, ganz ehrlich. Ich muss weitermachen, einfach weitermachen. Nee, krass, das finde ich jetzt immer noch schön, aber nicht so schön wie die anderen Orte, die wir besucht haben. Ich sag mal so, die sind besser gealtert, meiner Meinung nach. Oh, lol. Auch wenn das hier immer noch krass ist. Es nervt aber auch ein bisschen, wie er sich verhält. Braucht keinen Hinweis. Brauch einen Kaffee. Wenn man da wieder ein bisschen fitter wird. Habe ich früher auch gemacht. Ja, ich finde es falsch, Selbstgespräche zu judgen. Das ist jetzt nichts per se Negatives, finde ich. Alter, ist der jetzt wirklich runtergefallen? Oh, Digga. Was? Ach so, das soll so. Okay. Hier zum Beispiel das Wasser links, das sieht gerade ein bisschen cheap aus. Aber gut. Die Höhle fand ich eh krasser. Immerhin kann er im Gegensatz zu Link bei Regen klettern. Ja, true. Praktisch, dass die Vorsprünge jeweils mit Vogelkacke markiert sind. Ja. S. I. Sic Parvis Magna, Sam. Komm schon, wo steckst du? Ich glaube, das war dann der Hauptteil von dem Gameplay-Reveal. Ich muss zu diesem seltsamen Berg. Wo es dann in so eine Höhle geht, das fand ich immer noch ein bisschen geiler als das Gewitter mit den Blitzen gerade. Es regnet Fidschi-Wasser. Das Fidschi-Wasser kommt ja, soweit ich weiß, aus einem Vulkan. Also so einer vulkanischen Quelle. Ob es den hohen Preis wert ist, das sei mal dahingestellt. Ich habe es eine Zeit lang getrunken, aber irgendwann wurde es mir auch zu blöd. Vor allem, weil es halt nur in Plastikflaschen existiert und ich will eigentlich kein Plastik kaufen. Aber gerade in den USA ist es so big,
Da kriegst du es sogar in Starbucks. Ich glaube für 10 fucking Dollar. Diese kleine gottverdammte Flasche. Nein, nein. Komm, komm. So irre. Dann bist du mit den 5 Euro in Deutschland noch gut bedient. Der Wasserfall sieht stark aus. Oh mein Gott. Generell auch der Nebel und alles, das ist schon hübsch. Oh, scheiße. Schafft er nicht. Ja, okay, schade. Huch. Habe ich ihm wohl mal wieder zu viel zugetraut. Dulli. Ja, das habe ich nicht gesehen hier. Schmutz. Louis Hesse, danke für 5 Münzen. Kuss für die LPs, bin seit 2011 dabei, aber eher stiller Zuschauer, trotzdem freue ich mich über deine Videos. Und das wiederum freut mich, siehst du? Danke dir. Sehr schön. Dann mal hoch. Ich bin an der Stelle auch so oft gestorben. Bin ich wenigstens nicht alleine. Das hat schon einige tödliche Erkundungspassagen. Markierungen hin oder her. Aua, voll auf den Felsen. Ja, den Typen hat's ordentlich zerschellt. Keine Überlebenschance. EDF, Mann. Nein, runter! Mhm. Schöne Atmosphäre, auf jeden. Das ist, glaube ich, um 6 Uhr morgens. Vielleicht auch um 5. So aufwachen. Gibt nichts Besseres, glaube ich. Gut, man muss jetzt nicht da rumklettern. Das ist vielleicht wildes Workout. Aber in so einem Häuschen am Strand, das ist es. Verdammt. Pass auf dich auf, Sam. Leben, wie es sein sollte. Wofür ist das denn jetzt? Das wird halt. Okay. Und was da hinten? Nix? Naja, egal, komm. Das ist knapp in Mitte. Darüber springen ist wahrscheinlich wieder falsch. Zieh ich jetzt nicht durch. Ja, wir müssen da runter. Willst du mal Vollbart wachsen lassen? Nee. Ich hatte ja eine Phase, wo ich den generell ein bisschen länger hatte, aber die ist vorbei. Ich möchte es eigentlich genau andersrum machen. Und wohin jetzt? Häufiger mal gar keinen. Oder halt nur sehr wenig. Schön frisch um die Uhrzeit. Aber muss nicht sein, es kommt drauf an, wie das Klima ist. Also es kann ja auch sein, dass es extrem schwül ist. Das war zum Beispiel bei Jamaika auch richtig krass. Egal zu welcher Uhrzeit, es hatte 30 Grad. Irre. Und ich würde mal sagen, das ist hier auch so.
Man müsste halt mal das Klima von Madagaskar oder Mauritius heranziehen. Da habe ich die Klimatabelle jetzt nicht im Kopf. Alter, was zum... Ohne Bart 10 Jahre jünger. Ja, aber das gilt ja für jeden. Also das ist ja normal. Hä? Schon wieder überfordert. Was wollen die denn? Ich kann nicht ohne Grund hier hoch, oder? Aha. Nicht sehr beruhigend. No quartier for thieves. Ja, das ist dann belastend. Wir sind ja selber einer. Runterrutschen, eine gute Idee? Nein, oder? Oder? No risk, no fun. Alles klar. Kann man mal machen. Menal. Ehre für 10 Münzen. Viel Durchhaltevermögen bei der Nachtschicht und gerne unterstütze ich da. Danke dir. Erfrischend. Das sieht schön aus. Hallo? Hier in der Höhle ist es mit Sicherheit angenehm kühl. Die frische Luft da zu atmen. Ja, es gibt ja Menschen, die haben Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit. Bei mir ist das irgendwie nicht so. Ich mag das voll. Deswegen fühle ich mich auf so Inseln halt auch immer wohl. Es gab noch keinen... Keine, die ich bereist habe, egal wie heiß, wie hoch die Luftfeuchtigkeit, wo ich sage, das war unangenehm. Ist ja ein richtiges Labyrinth. Wie Last of Us. Hab ein ganzes LP dazu. Ist doch sonst nichts. Okay, never mind. Irgendwann in 50 Jahren gibt es Unreal Engine 10, dann sieht das Game alles so aus. Die 5er ist ja schon richtig krass, eigentlich. Wenn es damit mal richtig losgeht... Dann werden wir sehen, zu was Next Gen fähig ist. Unreal Engine 5 wird vieles verändern. Warte, war das jetzt echt nur für ein Secret? Ah, nee. Da hängt einer. Arme Sau. Da hochklettern? In den Stiefeln? Ich glaube eher, der ist da in eine Falle getappt, oder? Resi 7 auf den schwierigsten Modus schon mal gespielt? Nee. Wenn ich es nochmal spiele, dann nur in VR. Wenn es dann kommt für PSVR 2. Okay.
Ja, was jetzt? Meschen oder halten? Den brauchst du bestimmt nicht. Ach, da weiß ich noch, wie ich da gelacht habe. Weil das haben sie so krass aus Tomb Raider übernommen. Aber ist okay, weil der Tomb Raider auch eine Menge aus Uncharted übernommen hat. Man wird gemeinsam besser. Sagen wir es so. Ah, aber er kann es nur einmal reinhauen. Das ist der Unterschied. Lara hatte ja so eine Spitzhacke, die sie permanent verwenden konnte. Lil. Ja, GG, Bruder. Tipptopp. Genauso wollte ich das haben. Idiot. Was da? Na also. Okay. Grafik ist schön, Performance muss stimmen. Wird auf den Konsolen ein bisschen eng, glaube ich. Ja, aber auf PC wird Unreal Engine 5 so heftig. Ich denke aber, bis es soweit ist, bis sie wirklich rund läuft, gibt es dann sowieso eine PS5 Pro und eine Xbox Series X Deluxe. Oder Xbox Series XX. Ach man, mach doch. Junge, spring! Du bist so ein... Was ist sein Problem? Boah, die Mücken. Das ist natürlich belastend. Moskitos, Mücken, andere giftige Tiere. Das ist... Ja, ein Problem. Oh, Scheiße. Hey, hey, worauf schießt du? Hab was gesehen. Eine Bewegung da bei den Bäumen. Das ist der Dschungel, Mann. Da bewegt sich alles. Ich sehe nichts. Verdammt. Okay, Leute, falscher Alarm. Aber haltet die Augen offen. Na los. Sieh gerade, wir haben gleich die 3 Stunden voll. Ich würde sagen, das ist dann auch ein passender Moment, um zu beenden, weil wir haben eh jetzt dann im Prinzip alles gesehen, was ich mir nochmal anschauen wollte. Viele verschiedene Gegenden. Habe ich keine Schusswaffe? Ich habe keine Schusswaffe. Ach stimmt, ich bin doch gestrandet. Huch. Dann werde ich jetzt erstmal sterben, nehme ich an, ja. Digga, habe ich gerade ganz vergessen, weil wir ja dieses Kapitel geskippt haben. Ich hab ja gar nichts. Lol. Toll. Hey, hey, worauf schießt du? Ich hab was gesehen. Eine Bewegung da bei den Bäumen. Das heißt, wir müssen erstmal einen umlegen und dann seine Waffe klauen. Anders geht's nicht. Ich seh nichts. Verdammt. Der bietet sich eigentlich okay, an, Leute, oder? Leute, falscher Alarm. Aber haltet die Augen offen. Na los. Und alle sind da. Ja, würde ich jetzt schon sagen. Der ist halt alleine. Wen von ihnen haben sie gesehen? Den älteren Bruder. Er hat ein paar von uns erschossen und ist abgehauen. Glaubst du, der andere lebt noch? Ja, das tut er. Das ist jetzt meins. Oh cool, von denen kriegt man sogar die Granaten. Wir haben mehr Glück als Verstand. Tja, auch eine Glückssträhne endet. Oh, hallo. Alle Mann runter! Keine Ahnung, wie man die Granaten verwendet. Alles meins. Ah, so. Oh, schade. Aber dafür habe ich ihn in den Arsch schießen können. Warum sind die alle so aus wie Sam? Gefühlt. Hier bin ich. Und so Gefechte auf der Insel nochmal geiler natürlich. Der lebt noch? Wow.
Das war mal eine richtig gute KI. Alter. WTF? Ich dachte, der ist runtergefallen. Oh oh. Bisschen belastend hier gerade. Wir brauchen Oberwasser. Mach es wie Obi-Wan. Nein, nicht. Wo sind denn die? Verdammt. Das war wirklich nicht klug von ihm. Okay. Ich glaube, wir haben alle. Und ihr habt gesehen. Das Game ist auch auf der PS5 immer noch richtig geil. Ich denke jetzt mal nicht, dass hier jemand dabei ist, der noch nie von Uncharted 4 gehört hat. Aber vielleicht einige, die noch nicht die PS5-Fassung haben. Deswegen zuletzt noch der Hinweis, wenn ihr das Spiel schon für PS4 hattet, könnt ihr das Upgrade auch für nur 10 Euro bekommen. Das könnte sich vielleicht für den einen oder anderen lohnen, weil ja auch Lost Legacy dabei ist. Es darf nur keine PS Plus-Version sein. Also ihr müsst es mal für Vollpreis halt gekauft haben. Entweder digital oder physisch, keine PS Plus Version. Und dann gibt es das PS5 Upgrade ja, für einen Zehner. Kann man dann nochmal durchspielen. Ist sehr geil mittlerweile. Am Anfang hätte ich es nicht empfohlen, deswegen vielleicht ganz gut, dass wir es nicht im Januar schon Let's Showed haben. Weil da hat mir der Grafikmodus wirklich überhaupt nicht zugesagt. Das war so laggy. Das ist mittlerweile viel besser, haben sie gut gepatcht. Und ja, schöne PS5 Edition. Vielen Dank fürs Anschauen an euch. Und natürlich nochmal ja, ein extra Danke an den lieben Nikola Gassmann. Neuer Rekord und ich wünsche dir das Beste. Kuss an die 1400 Liker, glaube ich. Nicht ganz, aber ungefähr. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video und oder Stream. Bis bald. Ciao.